auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Und damit kommen wir zu den mündlichen Fragen auf Drucksache 18728. Ein Hinweis sei mir gestattet, die Fragen 15, 16, 17 und 18 der Kolleginnen und Kollegen Katrin Vogler, Birgit Wöllert und Harald Weinberg wurden nachträglich durch die Bundesregierung dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zugeordnet und werden damit nach Frage 34 aufgerufen. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Zur Beantwortung der Fragen steht die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbart zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 1 der Kollegin Karin Binder. Es geht um Verbraucherschutz und Umweltstandards im Rahmen des Freihandelsabkommens mit den USA. Bitte, Frau Staatssekretärin. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kollegin Binder, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die pauschale gegenseitige Anerkennung von Verbraucherschutzstandards ist keinesfalls Maßstab für den Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen bei den TTIP-Verhandlungen. Vielmehr kommt eine solche Anerkennung nur im Einzelfall und nur nach gründlicher Prüfung der Gleichwertigkeit der Standards in Frage. Hierfür kann TTIP die Voraussetzung schaffen durch bessere Informationen über den Inhalt der jeweiligen Regelungen beider Seiten. Hinsichtlich der Oberflächenbehandlung von Fleisch mit desinfizierenden Mitteln hat BML stets die Position vertreten, dass die Hygienestandards bei der Fleischerzeugung in jedem Produktionsschritt gewahrt werden müssen. Keinesfalls dürfen chemische Oberflächenbehandlungen dazu dienen, anderweitige Hygienemängel zu kaschieren. Im Übrigen gilt, dass Stoffe nur dann zugelassen werden, wenn sie im vollen Umfang gesundheitlich und auch unter Umweltschutzgesichtspunkten unbedenklich sind. Daran wird sich auch durch TTIP nichts ändern. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wie kann die Anwendung oder die Nichtanwendung von Chlor zur Nachbehandlung und Keimabtötung bei Geflügel anerkannt oder harmonisiert werden? Weil da gibt es entweder oder. Wo treffen Sie sich da tatsächlich mit den Verhandlungspartnern der USA? Bitte, Frau Staatssekretärin. Frau Kollegin Binder, wir werden uns da überhaupt nicht treffen. Die Anwendung von Chlor zur Oberflächenbehandlung von Schlachtkörpern ist bei uns nicht erlaubt. Und von daher wird auch der Import von solchen Produkten nicht erlaubt sein. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Vielen Dank. Ich muss jetzt trotzdem noch mal nachfragen. Führt das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Standards nicht zwangsläufig zu einer Absenkung des Schutzniveaus und der Verbraucherschutzstandards auf beiden Seiten des Atlantiks? Weil ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass die bestmöglichen und höchsten Standards dann tatsächlich sich in beiden Fällen durchsetzen können. Frau Kollegin, es geht bei diesen Verhandlungen nicht um die Anerkennung einzelner Standards oder gar einer pauschalen Genehmigung von Standards oder Verfahrenstechniken. Vielmehr ist ja Gegenstand der Gespräche zu versuchen, eine Vereinbarung von Verfahren, wie beide Seiten besser über die Regelungsvorhaben der anderen Seite informiert werden können und wie man dann möglicherweise eine gemeinsame Ebene finden können, letztendlich Sinn und Zweck. Zu einer Nachfrage hat der Kollege Lenkert das Wort. Frau Staatssekretärin, Sie sagten eben, dass die Standards nicht abgesetzt werden. Ich fragte die Bundesregierung im Herbst, ob es irgendwelche Sektoren und Bereiche, unter anderem eben auch Lebensmittelbereich, gibt, in denen keine Schiedsgerichtsverfahren möglich sind, also Investor-Staats-Schiedsgerichtsverfahren. Wenn Sie jetzt die europäischen Standards offen halten und gleichzeitig auf alle Sektoren Schiedsgerichtsverfahren zulassen, dann könnte ja ein amerikanischer Investor wegen Nichtzulassung
seiner Behandlungsmethoden, zum Beispiel für Geflügel, klagen und auf Schadenersatz gehen, so wie Vattenfall das bei uns macht. Ich frage Sie, können Sie dies sicher ausschließen, dass dann nicht diese Klagen stattfinden und über diesen Umweg die europäischen Standards ausgehebelt werden? Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, die Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Frage von mir war, dass bei den Schiedsgerichtsverfahren kein Sektor ausgenommen ist. Vielen Dank. Herr Kollege Lenkert, zu welchen Klagen es in der Zukunft von wem auch immer kommen möge, kann ich mich jetzt selbstverständlich nicht äußern, weil ich genauso wenig wie Sie in die Zukunft sehen kann. Was ich sagen kann, ist, dass die Verhandlungen auch längst noch nicht zu einem Abschluss gekommen sind, dass wir im Bereich der Verhandlungen auch über besonders sensible Produkte verhandeln. Diese besonders sensiblen Produkte umfassen unter anderem Lebensmittel und Produkte aus dem Agrarbereich. Und was ich Ihnen noch versichern kann, ist, dass unsere Standards nicht abgesenkt werden. Wir kommen damit zur Frage 2 der Kollegin Binder. Sie haben das Wort, Frau Staatssekretärin. Die Unterschiede der Regelungen der EU und der USA in den Bereichen Verbraucherschutz und Umweltstandards hinsichtlich der Kennzeichnung und Zulassung von Produkten, Lebensmitteln und Chemikalien sind vielfältig und lassen sich deshalb nicht in einer kurzen Antwort zusammenfassen. Darüber hinaus ist beim Vergleich der Regelungen auch noch das regulatorische Umfeld, die Umsetzung und die praktischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Dadurch verbietet sich eine pauschale Gegenüberstellung. Ein sinnvoller Vergleich kann daher nur im Einzelfall und unter Berücksichtigung aller Umstände erfolgen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, also es geht mir in dem Fall tatsächlich um die Frage des Vorsorgeprinzips. Müssen wir damit rechnen, dass quasi künftig das Vorsorgeprinzip außer Kraft gesetzt wird, das für uns ja eigentlich im gesamten Verbraucherschutz und der Produktsicherheit die wesentliche Rolle spielt? Frau Kollegin Binder, aus Sicht der Bundesregierung müssen wir selbstverständlich nicht darauf verzichten. Wir können es auch geradezu nicht, weil ja das Vorsorgeprinzip die gesetzlichen Regeln auf nationaler, aber auch auf EU-Ebene durchzieht und eben der starke Grund ist, auf dem unsere gesetzlichen Regulierungen stehen. Diese werden wir nicht aufgeben. Sie haben die Möglichkeit zu einer zweiten Nachfrage. Die nutze ich gern. Mir geht es jetzt unter anderem um neuartige Lebensmittel als Beispiel. Wird es da künftig erforderlich sein, dass nationale oder auch die europäische Zulassungsbehörde wissenschaftlich nachweist, ob die Produkte schädlich sind oder um die Nichtzulassung zu begründen? Oder reicht auch künftig ein Verdacht bzw. gesundheitliche Bedenken aus, um ein neues Produkt abzulehnen? Frau Kollegin Binde, es ist ja heute schon so, dass die EFSA als europäische Kontrollbehörde umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen vor der Neuzulassung von neuartigen Lebensmitteln, unter anderem ja auch im Bereich der gentechnisch veränderten Futter oder Lebensmittel, durchführen muss. Dann kommen wir zur Frage 3 der Kollegin Dr. Kirsten Tackmann. Hier geht es um Verhandlungen zur Agrar- und Lebensmittelwirtschaft im Rahmen des Freihandelsabkommens mit den USA. Bitte, Frau Staatssekretärin. Frau Kollegin Tackmann, die Bundesregierung setzt sich für ein umfassendes Abkommen unter Einschluss des Agrarsektors ein. Dies ergibt sich schon aus WTO-rechtlichen Vorgaben und ist darüber hinaus auch im Interesse der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft, für die freier Handel neue Exportchancen sowie Zugang zu benötigten Rohstoffen eröffnet. Die Wahrung der europäischen Lebensmittelstandards steht dazu auch nicht im Widerspruch. Auch die USA haben in gleicher Weise ein Interesse an freiem Handel bei Wahrung ihrer eigenen Lebensmittelstandards. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir hatten diese Frage auch mit dem EU-Kommissar erörtert und er sagte sehr wohl, wenn es denn Bedenken gibt in Deutschland bezüglich der Sicherung des Vorsorgeprinzips und anderer Prinzipien der Lebensmittelverordnung,
Sicherheit tatsächlich auch im Verhandlungsmandat ausgenommen werden kann für die Agrarwirtschaft. Und wir sehen da schon, und das haben Sie vielleicht auch heute im Ausschuss bemerkt, dass es eine ganze Reihe auch überfraktionell Bedenken gegen diese Art und Weise gibt, der Verhandlungen, wie sie jetzt laufen und der Gefahren, die wir darin sehen. Und deswegen die Frage, wären Sie denn bereit, eine entsprechende Beschlussfassung der Agrarpolitiker, des Ausschusses zur Kenntnis zu nehmen und sich dann dafür einzusetzen, gegebenenfalls, wenn sich die Risiken bewahrheiten, das vom Mandat auszunehmen? Frau Kollegin Tagmann, selbstverständlich wird die Bundesregierung mit großem Interesse jedwede Beschlussfassung eines Ausschusses zur Kenntnis nehmen und in ihre politische Meinungsbildung mit einbeziehen. Dennoch ist es aus der Sicht meines Hauses aufgrund von WTO-Bestimmungen ausgeschlossen, einen gesamten Bereich wie zum Beispiel den Agrarsektor aus diesem Verfahren, aus den Verhandlungen zum TTIP auszunehmen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Also ein Problem dabei ist ja, dass wir im Moment mit Vermutungen arbeiten. Sie vermuten, dass das alles gut wird. Wir vermuten, dass es nicht so sein wird. Deswegen die Frage an Sie, ob es denn die Bereitschaft der Bundesregierung gibt, eine öffentliche Konsultation zum Fortgang der Verhandlungen tatsächlich auch insbesondere im Lebensmittelbereich, Agrarbereich einzuleiten. Frau Kollegin Tagmann, die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag längst umfangreich Unterlagen zur Verfügung gestellt, damit der Deutsche Bundestag auf dem Laufenden gehalten wird über den Stand der Verhandlungen. Naja, eine Konsultation ist noch ein bisschen anders, als wenn man Unterlagen bereitstellt, aber gut. Gut, das müssen Sie dann an anderer Stelle miteinander weiter debattieren. Wir kommen zur Frage 4 der Kollegin Tagmann. Frau Kollegin, nach dem Verhandlungsmandat strebt die EU danach, sämtliche Zölle im bilateralen Handel schrittweise zu beseitigen, wobei für die sensibelsten Produkte Ausnahmen vorgesehen werden können. Dies gilt für alle Produkte einschließlich der Agrargüter und Lebensmittel. Der Text, ich sagte es bereits, des Verhandlungsmandats ist den Mitgliedern des Deutschen Bundestags zur Verfügung gestellt worden. Bezüglich der positiven bzw. negativen Auswirkungen lässt sich sagen, dass hierzu Berechnungen des Thünen-Instituts aus dem Jahre 2012 vorliegen, basierend auf dem allgemeinen Gleichgewichtsmodell GTAP, mit dem eine vollständige Liberalisierung des Handels, das heißt der Abbau aller Zölle zwischen der EU und den USA, modelliert wurde. Auf dieser Basis werden für die Land- und Ernährungswirtschaft in der EU 27 aufgrund geringer Produktionswertänderungen im Modell Fehlerbereich für primäre Agrarprodukte und für verarbeitete Nahrungsmittel, also zwischen minus 0,9% und plus 0,3%, keine nennenswerten wirtschaftlichen Auswirkungen erwartet. Die Produktionsmengen für ausgewählte Produktgruppen primärer Agrarprodukte ändern sich bei der Simulation des TI für die EU 27 wie folgt: Weizen minus 1,5%, andere Getreide minus 0,1, Ölsaaten plus 0,6, Zuckerrüben, Zucker, Obst und Gemüse sowie pflanzliche Fette 0%, andere Feldfrüchte minus 0,6, Rindfleisch minus 0,2, andere tierische Produkte wie Schweine und Geflügel bei minus 0,2, Milch plus 0,2, Milchprodukte 0,4 und weitere verarbeitete Nahrungsmittel minus 0,2%. Ihre erste Nachfrage, bitte. Ja, nun unterscheidet sich ja das Restrechtprinzip der USA und der EU an zwei entscheidenden Stellen. Das ist eine das Vorsorgeprinzip und auf der anderen Seite die Haftungsregelung. Deswegen meine Frage, wie wollen Sie denn verhindern, dass, wenn bestimmte Standards hier gehalten werden, dass es dann nicht Schadenersatzklagen gibt aus den Konzernen, die ja aus einem anderen Rechtssystem kommen? Frau Kollegin Tagmann, die Verhandlungen sind tatsächlich noch nicht zu ihrem Ende gekommen, sondern wir befinden uns sozusagen mittendrin. Wir werden auch nicht hier im Deutschen Bundestag die Verhandlungen jetzt im Detail führen können. Ihnen als Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages ist ja das Verhandlungsmandat zur Verfügung gestellt worden und auf Grundlage dessen werden wir weiter miteinander diskutieren können. Die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass das Verfahren transparent ist und dass selbstverständlich auch das Parlament über den Stand der Verhandlungen immer wieder in Kenntnis gesetzt wird.
Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Ja, nun hat ja ein Verhandlungsmandat immer ein Angebot, was man machen muss. Deswegen meine konkrete Nachfrage bei den gentechnisch veränderten Pflanzen und möglicherweise auch Tieren. Wie ist denn dann das Angebot der EU? Denn an irgendeiner Stelle müssen Sie ja auch sagen, was Sie möglicherweise von Ihren Standards dem Verhandeln zur Verfügung stellen. Sie können ja nicht sagen, wir machen das alles so weiter, wie jetzt die EU bis jetzt gehandelt hat und die Amerikaner müssen sich ändern, sondern das muss ja möglicherweise von beiden Seiten aufeinander zugegangen werden. Also konkret Agrogentechnik, welches Verhandlungsangebot würden Sie machen? Frau Kollegin Tackmann, die Bundesregierung wird nicht und auch die EU-Kommission wird nicht von den Standards, die bezüglich der Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen für das Inverkehrbringen oder für den Anbau auf dem europäischen Markt abweichen. Wir werden diese Standards halten. Aber es ist natürlich nochmal eine Frage, wie man miteinander sozusagen in einen verbesserten Dialog kommen kann, in eine verbesserte Zusammenarbeit, zum Beispiel auch im Bereich der sanitären und phytosanitären Vorsorgemaßnahmen. Also es gibt viele Bereiche außerhalb der Zölle, die ich ja bereits angesprochen habe, wo eine vertiefte Zusammenarbeit tatsächlich möglich ist und wo in diesem Bereich nicht tarifäre Handelshemmnisse abgebaut werden können. Zu einer weiteren Nachfrage hat die Kollegin Vogler das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, Sie haben gerade in Ihrer Antwort an die Kollegin erwähnt, dass es die Möglichkeit geben soll, sensibelste Güter zu definieren, welche dann von den Vereinbarungen ausgeschlossen würden. Was bitte sind denn nach Auffassung der Bundesregierung Beispiele für solche sensibelsten Güter und was sind die Kriterien, nach denen die Bundesregierung festlegt, beziehungsweise die EU gemeinsam ja wohl festlegen müsste, was für sie sensible Güter in diesem Sinne sind? Frau Kollegin Vogler, ich kann Ihnen Beispiele nennen. Es ist zum Beispiel Käse, es sind Milchprodukte, es ist Fleisch. Über eine allgemeine Definition sensibler Güter verfüge ich im Moment leider nicht, kann ich Ihnen gerne nachreichen. Ich sehe, das Angebot wird angenommen. Die Fragen 5 und 6 der Kollegin Höhn sollen schriftlich beantwortet werden. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Zur Beantwortung steht der parlamentarische Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe zur Verfügung. Wir kommen zur Frage 7 der Kollegin Katja Keul. Es geht um die Sicherung der Bundeswehrkaserne in Seedorf. Bitte, Herr Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich antworte Ihnen wie folgt. Die Kaserne Seedorf wurde im Jahr 2005 von den niederländischen Streitkräften übernommen und Ende 2006 durch Truppen der Luftlandebrigade 31 bezogen. Seit dem 2. Januar 2007 wird die Kaserne durch Soldatinnen und Soldaten der Luftlandebrigade 31 militärisch bewacht. Die Bewachung der Fallschirmjägerkaserne Seedorf unterlag auch am 7. Februar 2014 ausschließlich militärischem Personal. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dieser Diebstahl ist ja relativ spektakulär. Es wurden nach Ihren Auskünften ja insgesamt 32.981 Patronen Handwaffen, Munition verschiedener Kaliber gestohlen. Und ein Munitionsdiebstahl in vergleichbarer Größenordnung kam bisher in der Bundeswehr nicht vor. Gibt es denn jetzt seit der Beantwortung hier, das ist vom 5. März, auch neue Erkenntnisse? Und Sie wollten außerdem prüfen, ob man die Sicherheit der Munitionslager irgendwie erhöhen könnte. Gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse über diesen Prüfungsausgang? Frau Kollegin, die Ermittlungen dauern an. Ich kann Ihnen mitteilen, dass in Aktualisierung der von Ihnen genannten Zahl nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 34.881 Patronen, Handwaffen, Munition verschiedener Kaliber aus 10 Munitionsbehältern innerhalb der Kaserne gestohlen wurden. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Da Sie nun beruhigenderweise mitgeteilt haben, dass es sich nicht um private Sicherheitskräfte handelt, frage ich mich dennoch, wie konnte es sein, dass bei militärischer Bewachung morgens um 7 dieser Verlust festgestellt wird, der ja immerhin den Abtransport mindestens durch LKWs, es geht um Tonnen von Munition, erforderlich gemacht hätte. Gibt es da irgendeine Erklärung für? Frau Kollegin, ich kann nur wiederholen, dass dies Gegenstand laufender
Ermittlungen ist. Uns ist gestern der folgende Vorfall gemeldet worden. Zwei Soldaten hatten am 7. Februar zwischen 2 und 6 Uhr ihren befohlenen Streifenweg verlassen und ihren Streifenauftrag nicht weisungsgemäß wahrgenommen. Damit kommen wir zur Frage 8 der Kollegin Inge Höger. Hier geht es um Auftrag und Ausstattung des Flottendienstbootes Alster. Frau Kollegin, ich antworte Ihnen wie folgt. Mit der Aussage besonderer Auftrag und besonderes Waffensystem wollte der stellvertretende Kommandeur den generell gegenüber anderen Schiffen der Marine einzigartigen Auftrag und somit die Charakteristik dieses Flottendienstbootes hervorheben. Es handelt sich um eine nationale Aufklärungsfahrt ins Mittelmeer, die der üblichen Routine entspricht, die in der vergangenen Legislaturperiode ausführlich im Verteidigungsausschuss erörtert wurde. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Es ist aber ja so gewesen, dass der Flottendienstbootkommandeur beim Auslaufen des Schiffes wirklich damit geprahlt hat, dass er einen besonderen Auftrag habe und auch ein besonderes Waffensystem an Bord. Also von daher befriedigt mich Ihre Frage nicht vollständig. Fährt dieses Schiff ins Mittelmeer, fährt es weiter ins Schwarze Meer? Wir haben ja im Moment eine ziemliche Konfliktsituation und wenn dann ein Spionageboot aufläuft, müssen Sie schon mal ein bisschen mehr dazu sagen. Frau Kollegin, ich habe Ihnen auch keine Frage gestellt, sondern eine Antwort gegeben. Von daher konnte sie meine Frage natürlich nicht befriedigen, weil ich Ihnen keine gestellt habe. Zur Sache will ich noch mal darauf hinweisen. Dies ist eine Äußerung gewesen, die anlässlich einer Verabschiedung von Soldatinnen und Soldaten für einen monatelangen Einsatz erfolgt ist. Nicht nur vor den Soldatinnen und Soldaten, sondern auch vor deren Angehörigen. Und dass da auch deutlich gemacht wird, dass dies ein sinnvoller und wichtiger Einsatz ist, das halte ich für verständlich. Ich kann Ihnen ansonsten sagen, die Entwicklungen in Nordafrika und im Nahen und Mittleren Osten sind aufgrund ihrer Nähe zu Europa und ihren möglichen Auswirkungen auch auf die Bundesrepublik Deutschland weiter von hoher Bedeutung. Und die Flottendienstboote tragen mit ihren Aufklärungsergebnissen wie in den vergangenen Jahren zu einem unabhängigen nationalen Gesamtlagebild ein. Es geht darum, dass die Alster in entsprechenden internationalen Gewässern ins Mittelmeer fährt. Das ist Ihr Auftrag. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Dieses Flottendienstboot sammelt ja in großem Ausmaße Daten. Sie haben ja gesagt, es geht darum, ein Lagebild zu schaffen. Das heißt also, es werden Daten gesammelt. An wen werden diese Daten übermittelt? Frau Kollegin, ich habe bereits gesagt, es geht um einen nationalen Auftrag. Es ist eine nationale Aufklärungsfahrt im Mittelmeer. Das heißt, wir sammeln Daten, die für uns aus unserer Sicht wichtig sind, in internationalen Gewässern, außerhalb der Hoheitsgewässer von Anrainerstaaten. Damit kommen wir zur Frage 9 der Kollegin Höger. Hier geht es um Drohnenangriffe der ISAF-Schutztruppe in Afghanistan. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Kollegin, ich antworte Ihnen darauf wie folgt. Verschiedenen Pressemitteilungen zufolge sind am 6. März 2014 beim ISAF-Luftangriff im Regionalkommando Ost 5 afghanische Soldaten gefallen und 10 weitere verwundet worden. ISAF bestätigte den Vorfall und drückte ihr Bedauern aus. Nach Kenntnis der Bundesregierung dauern die Untersuchungen zu diesem tragischen Vorfall noch an. Erste Pressemitteilungen, wonach dieser Beschuss durch ein unbemanntes US-amerikanisches Luftfahrzeug erfolgte, sind nicht zutreffend. Nach hier vorliegenden bisherigen Informationen fand in den frühen Morgenstunden des 6. März 2014 eine Spezialkräfteoperation der afghanischen Armee mit Unterstützung durch US-amerikanische Kräfte und Hubschrauber in der Provinz Logar statt. Dabei wurde eine Gruppe von bewaffneten Personen auf einem Bergrücken aufgeklärt. Mehrere Nachfragen der US-amerikanischen Hubschrauberbesatzungen, ob sich eigene Kräfte auf dieser Position befinden, wurden auch von der afghanischen Seite verneint. Daraufhin eröffnete der Pilot eines US-amerikanischen Hubschraubers das Feuer gemäß den Einsatzvorschriften gegen die zu diesem Zeitpunkt vermeintlich regierungsfeindlichen Kräfte. Die afghanische Armee gab kurz darauf an, dass sein eigener Posten bzw. eigene Kräfte durch den Hubschrauber beschossen wurden. Einer späteren Meldung zufolge sind dabei 5 afghanische Soldaten gefallen und 10 weitere verwundet worden.
Nach gemeinsamem Verständnis der afghanischen Armeeführung und von ISAF wurden die afghanischen Soldaten bedauerlicherweise versehentlich beschossen. Den Gefallenen und Verwundeten sowie ihren Angehörigen gilt unser Mitgefühl. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Sie können also wirklich ausschließen, dass es sich um einen Drohnenangriff gehandelt hat, weil die Medienberichte waren andere. Ja. Haben Sie einen Überblick darüber, wie viel Todesopfer es in diesem Jahr gab von Zivilen und auch von afghanischen Soldaten und auch Polizisten in den Auseinandersetzungen in Afghanistan? Frau Kollegin, ich weiß jetzt nicht, ob sich Ihre Frage auf sogenannte Drohnenangriffe bezieht. Ich beziehe sie jetzt mal darauf. Ich denke, Sie wissen, dass die Bundeswehr nicht über bewaffnete Drohnen verfügt. Insofern hat eine unmittelbare Beteiligung der Bundeswehr an deren Einsätzen im Rahmen von ISAF nicht stattgefunden. Und wie bereits in der Unterrichtung des Parlaments über die Auslandseinsätze der Bundeswehr 11/12 vom 14. März 2012 mitgeteilt, liegen den deutschen Stellen unverändert keine Informationen über Anzahl oder Ziele von Drohneneinsätzen anderer Nationen in Afghanistan vor. Diese werden zentral für den gesamten ISAF-Einsatz durch den ISAF Joint Command gesteuert. Wir bleiben beim Thema. Ich rufe auf die Frage 10 des Kollegen Hans-Christian Ströble. Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Kollege Ströble, ich antworte Ihnen zum gleichen Sachverhalt wie folgt. Zu dem in der Fragestellung aufgeführten Luftschlag am 6.12.2014 im Regionalkommando Ost mit 5 gefallenen und 10 verwundeten afghanischen Soldaten sind erste Pressemeldungen, wonach der Beschuss durch ein unbemanntes US-amerikanisches Luftfahrzeug erfolgte, nicht zutreffend. Im Rahmen einer Spezialkräfteoperation der afghanischen Armee mit Unterstützung durch US-amerikanische Kräfte und Hubschrauber in der Provinz Logar kam es zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem durch den Einsatz eines US-amerikanischen Hubschraubers 5 afghanische Soldaten fielen und 10 verwundet wurden. Nach gemeinsamem Verständnis der afghanischen Armeeführung und von ISAF wurden die afghanischen Soldaten bedauerlicherweise versehentlich beschossen. Nach Kenntnis der Bundesregierung dauern die Untersuchungen zu diesem tragischen Vorfall noch an. Den Gefallenen und Verwundeten sowie ihren Angehörigen gilt unser Mitgefühl. Auf die Frage nach Anzahl, Orten und Opferzahlen bei sogenannten Drohnen- und Kommandoeinsätzen, insbesondere im Norden Afghanistans, nehme ich wie folgt Stellung. Die Bundeswehr verfügt nicht über bewaffnete Drohnen. Insofern hat eine unmittelbare Beteiligung der Bundeswehr an deren Einsätzen im Rahmen von ISAF nicht stattgefunden. Wie bereits in der Unterrichtung des Parlaments über die Auslandseinsätze der Bundeswehr 11/12 vom 14. März 2012 mitgeteilt, liegen in deutschen Stellen unverändert keine Informationen über Anzahl oder Ziele von Drohneneinsätzen anderer Nationen in Afghanistan vor. Diese werden zentral für den gesamten ISAF-Einsatz durch das ISAF Joint Command gesteuert. Zum Einsatz der Spezialkräfte der Bundeswehr wird auf die regelmäßig durchgeführten Unterrichtungen der Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und Obleute des Verteidigungsausschusses und des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages verwiesen. Letztmals erfolgte diese am 14. Februar 2014. ISAF basiert auf den entsprechenden Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Die Menschen in Afghanistan und die internationale Gemeinschaft in Afghanistan haben bereits viel Positives erreicht. Wie aber auch der jüngste Fortschrittsbericht der Bundesregierung zu Afghanistan vom Januar 2014 aufzeigt, stellen die landesweiten Bedrohungspotenziale unverändert eine ernstzunehmende Herausforderung für die afghanischen Sicherheitskräfte dar. Es darf deshalb nicht verkannt werden, dass die gemeinschaftlichen Anstrengungen bis zum Abschluss der Übernahme der Sicherheitsverantwortung durch die afghanischen Sicherheitskräfte fortgesetzt werden müssen, um das bisher Erreichte zu verstetigen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, Herr Staatssekretär, ich bin doch sehr enttäuscht über Ihre Antwort. Erst haben Sie nur das vorgelesen, was Sie schon der Kollegin vorgelesen haben. Und dann haben Sie allgemeine Ausführungen gemacht und auf Unterrichtungen an anderer Stelle hingewiesen. Ich habe Sie doch klar gefragt, im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, nicht allgemein in ganz Afghanistan, wie viel Drohnen
bzw. Kommandoeinsätze es mit wie vielen Toten und Verletzten es gegeben hat im Jahr 2013 und in den ersten Monaten des Jahres 2014. Das ist auch eine klare Frage. Wo steht das, wenn Sie das schon woanders irgendwo mitgeteilt haben, was ich ja nicht wissen kann, dass Sie mir die Frage ja nicht beantworten wollen dürfen? Herr Kollege, ich will, darf Ihre Frage beantworten, habe sie beantwortet. Bitte um Verständnis, wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind. Bitte auch um Verständnis dafür, wenn zwei nahezu gleiche Fragen gestellt werden, die Antwort naheliegenderweise auch ziemlich ähnlich ist. Dafür bitte ich um Verständnis. Ich wiederhole aber gerne auch ein drittes Mal, dass deutschen Stellen unverändert keine Informationen über das vorliegen, wonach Sie fragen im Zusammenhang mit Drohneneinsätzen. Und ich wiederhole nochmal, dass die Bundeswehr nicht über bewaffnete Drohnen verfügt und dementsprechend auch an solchen Einsätzen nicht beteiligt ist. Und ich füge nochmal sehr deutlich hinzu, da Sie ja in Ihrer Frage auch angesprochen haben, dass die afghanische Regierung immer wieder gegen das, was dort geschieht, protestiert. Ich will Sie darauf hinweisen, dass in 5 Tranchen die Sicherheitsverantwortung für diese Einsätze an die afghanischen Streitkräfte übergegangen ist, die letzte Tranche im letzten Sommer. Das heißt, Einsätze wie diese, über die wir hier reden, nach denen Sie gefragt haben, erfolgen inzwischen unter afghanischer Führung und Verantwortung. Unter afghanischer Führung und Verantwortung. Nicht unter Protest der afghanischen Regierung, sondern unter ihrer Führung und Verantwortung. Und lediglich im Osten und Süden des Landes erfolgen sie aufgrund der besonderen Sicherheitslage darüber hinaus mit US-Unterstützung. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Ja, zu dem zweiten Teil meiner Frage haben Sie nur ganz allgemeine Ausführungen gemacht. Deshalb frage ich Sie ganz konkret, wieso bei einem Abzugsmandat nun weiterhin gezielte Tötungen, sei es durch Kommandoeinheiten oder sei es durch Drohnen, stattfinden. Wie wird das gerechtfertigt? Steht dahinter der Gedanke, noch möglichst viel Taliban oder andere Aufständische zu töten, bevor man abzieht? Oder warum wird das weiter so gehandhabt wie bisher, trotz der Ankündigung, dass man abziehen möchte? Herr Kollege Ströbele, mein Amt verbietet mir, diese Frage zu kommentieren. Das verkneife ich mir jetzt mit Mühe. Aber ich sage Ihnen ausdrücklich, das ISAF-Mandat ist verlängert worden bis zum Ende dieses Jahres und es ist vollumfänglich gültig bis zum Ende dieses Jahres. Und es ist das gemeinsame Ziel derer, die dort entsprechend mandatiert ihre Arbeit tun, eine ausreichend kontrollierbare Sicherheitslage mindestens in Afghanistan herzustellen. Dies erfordert in ganz besonderen Situationen, in ganz bestimmten Regionen auch diese Einsätze, die unter afghanischer Verantwortung stattgefunden haben und gegebenenfalls auch in Zukunft stattfinden. Die Unterstellung, dass irgendwer, der dort mit entsprechendem Mandat tätig ist, die verbleibende Zeit dieses Mandates nutzen will, um möglichst viele Menschen zu töten, diese Unterstellung weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Höger das Wort. Im Koalitionsvertrag haben Sie angekündigt, dass extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen mit bewaffneten Drohnen Sie kategorisch ablehnt. Bedeutet das auch, dass Sie in Zukunft keine Informationen mehr über Drohnenziele an die USA liefern werden? Frau Kollegin Höger, selbst der Kollege Ströbele hat eingeräumt, dass es hier ein völkerrechtliches Mandat gibt. Er hat dies ein Abzugsmandat genannt. Ich habe davon gesprochen, dass das ISAF-Mandat fortgesetzt wird. Es geht hier nicht um extralegale Tötungen, sondern es geht um einen Einsatz, der unter afghanischer Führung und Verantwortung aus gegebenem Anlass zu diesem Zeitpunkt in dieser Region stattgefunden hat. Dies ist eine Region mit einer, zumindest umgangssprachlich gesprochen, sehr schwierigen
Sicherheitslage. Es sind dort entsprechende Kräfte aufgeklärt worden, von denen man zum Zeitpunkt dieses Einsatzes davon ausging, dass es regierungsfeindliche Kräfte sind. Das heißt nicht, dass es sich hier um eine extra legale Tötung handelt. Das ist immer von daher geht Ihre Frage von falschen Voraussetzungen aus. Zu einer weiteren Nachfrage hat die Kollegin Keul das Wort. Ja, vielen Dank. Herr Staatssekretär, ich war jetzt noch etwas überrascht auf die Beantwortung der Fragen des Kollegen Ströbele. Haben Sie gesagt, die Drohnenangriffe, denn darum ging es ja in der Frage, finden in ausschließlich unter Kommando und in Verantwortung der Afghanen statt. Jetzt habe ich, wenn ich mir vorstelle, wie die Abläufe bei Drohnenangriffen sind, doch etwas Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die Amerikaner den afghanischen Streitkräften ihre Drohnen überlassen, zumal die Angriffe dort und der Einsatz auch zentral, wie wir wissen, teilweise aus Washington abgesegnet wird von höchster Stelle. Also können Sie mir erklären, wie die afghanischen Sicherheitskräfte die volle Verantwortung und das Kommando über amerikanische Drohneneinsätze haben sollen? Frau Kollegin, ich wiederhole noch mal, dass der Prozess der Übernahme der Sicherheitsverantwortung durch die afghanischen Sicherheitskräfte seit Mitte 2010 in 5 Phasen erfolgt und dass im Rahmen der letzten Übernahmephase, der 5. Tranche im Sommer 2013, insbesondere Räume in den traditionellen Hochburgen der regierungsfeindlichen Kräfte im Osten und Süden des Landes berücksichtigt wurden. Ich bin davon ausgegangen, dass es bekannt ist, dass das Ziel des ISAF-Mandates darin besteht, dass es zu einer Übertragung der entsprechenden Verantwortung auf die afghanischen Sicherheitskräfte kommt. Das bezieht sich nicht nur, aber auch auf Einsätze wie diejenigen, über die wir hier sprechen. Die Fragen 11 und 12 der Kollegin Buchholz sollen schriftlich beantwortet werden. Damit sind wir am Ende des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung. Danke, Herr Staatssekretär. Die Fragen 13 und 14 der Kollegin Möhring zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden schriftlich beantwortet. Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Zur Beantwortung der Fragen steht die parlamentarische Staatssekretärin Annette Wittmann-Mautz zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 19 der Kollegin Maria Klein-Schmeink. Es geht um die Entwicklung der Ausgaben- und Einnahmesituation der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum Jahr 2017. Bitte, Frau Staatssekretärin. Frau Kollegin Klein-Schmeink, die gesetzliche Krankenversicherung steht auf einem soliden finanziellen Fundament. Zum Ende des Jahres 2013 verfügte die gesetzliche Krankenversicherung über Finanzreserven in Höhe von insgesamt rund 30 Milliarden Euro, davon rund 16,7 Milliarden Euro bei den Krankenkassen und rund 13,6 Milliarden Euro beim Gesundheitsfonds. Auch im Jahr 2014 werden die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an die Krankenkassen ausreichen, um die voraussichtlichen Ausgaben zu decken. Eine aktualisierte Schätzung der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2014 und eine erstmalige Schätzung der Finanzentwicklung sowie des durchschnittlichen Zusatzbeitrags auf der Basis der vorgesehenen neuen GKV-Finanzierungsstruktur für das Jahr 2015 wird der GKV-Schätzerkreis im Oktober 2014 vornehmen. Die im Haushaltsentwurf und im Haushaltsbegleitgesetz vorgesehenen Kürzungen des Bundeszuschusses haben in den Jahren 2014 und 2015 keine Auswirkungen auf die Zusatzbeiträge der Krankenkassen, da entsprechende Entnahmen aus der Liquiditätsreserve vorgesehen sind. Ab dem Jahr 2017 wird der Bundeszuschuss auf 14,5 Milliarden Euro erhöht. Damit stehen dem Gesundheitsfonds und den Kassen höhere Einnahmen zur Verfügung. Und dies kann sich für die Krankenversicherungen positiv bei den Zusatzbeiträgen auswirken. Es gibt auch darüber hinaus keinen Grund zu der Annahme, dass die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufgebraucht wird. Vielmehr besteht die gesetzliche Mindestreserve von 20% einer Monatsausgabe.
Sie haben das Wort zur Nachfrage. Vor dem Hintergrund Ihrer Antwort, ab wann rechnet die Bundesregierung mit Zusatzbeitragssätzen über der bisherigen Mehrbelastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 0,9%? Frau Kollegin Klein-Schmeink, ich habe gerade ausgeführt, dass die Schätzungen über die künftige Beitragssatzentwicklung vom Schätzerkreis im Oktober diesen Jahres vorgenommen werden, insbesondere was die Einnahmeentwicklung und die Ausgabenentwicklung und damit auch den Finanzbedarf, der über den allgemeinen Beitragssatz hinausgeht, anbelangt, dann erforderlich macht. Da eine weitere Nachfrage. Es gibt ja sehr viele Experten, die davon sprechen, dass es bis 2017 zu einem Zusatzbeitragssatz von 0,9 bis mindestens 1,5% kommen wird. Wie schätzen Sie diese Zahlen ein? Wir gehen zunächst einmal davon aus, dass durch die Umstellung der GKV-Finanzierungsstruktur wir ab dem nächsten Jahr die Situation haben, dass viele Versicherten bei den Krankenkassen durch die Umstellung von dem neuen Zusatzbeitrag profitieren können und geringere Kosten für den Zusatzbeitrag haben werden. Wir gehen von 20 Millionen Versicherten aus, die davon profitieren können und eine größere Anzahl von Kassen, die unter dem 0,9 Beitragssatz liegen werden. Die Kollegin Vogler hat eine Zusatzfrage. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Da muss ich doch noch mal nachfragen. Sie haben ja ein Gesetzesvorhaben jetzt vor, auf den Weg zu bringen, das die Finanzierung neu regelt, erklären, und zwar zum 01.01.2015, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Erklären uns nun aber hier, dass Sie die dafür notwendige Datenbasis eigentlich erst im Oktober dieses Jahres bekommen, um die Auswirkungen wirklich beurteilen zu können, versprechen aber gleichzeitig den Menschen hier, dass bis zu 20 Millionen Versicherte demnächst niedrigere Kassenbeiträge bezahlen. Wie geht denn das zusammen? Also das erscheint mir höhere Mathematik. Das finde ich so ein bisschen Stochern im Nebel und sich das raussuchen, was Ihre Pläne am besten zu Ihren Plänen am besten zu passen scheint. Also richtig Hand und Fuß hat das nicht. Frau Kollegin Vogler, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir derzeit vorliegen haben die vorläufigen Finanzergebnisse des Jahres 2013. Die entsprechenden Zahlen habe ich in der Beantwortung der ersten Frage von Kollegin Klein-Schmeink benannt. Wenn wir die Finanzergebnisse der Krankenkassen für das letzte Jahr uns anschauen, dann können wir darauf schließen, dass entsprechende Rücklagen bei den Krankenkassen vorhanden sind, auch anhand ihrer Abschätzungen. Und deshalb können wir auch davon ausgehen, dass bei einem Volumen, das ich benannt habe, von über 16,7 Milliarden Euro bei den Krankenkassen, eine erhebliche Anzahl der Krankenkassen eine derart gute Finanzausstattung hat, dass sie, so wie sie im Moment in der Lage ist, zum Teil erhebliche Prämienausschüttungen zu leisten, auch in der Lage ist, im kommenden Jahr dann einen niedrigeren kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu verlangen als die derzeitigen 0,9% Arbeitnehmer-Sonderbeitrag. Zu einer weiteren Nachfrage hat der Kollege Weinberg das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich möchte noch einmal an der Stelle nachfragen. Trifft es zu, dass in dem Referentenentwurf, der vorliegt zum GKV-Finanzierungsgesetz, durch den Wegfall dieser 0,9% eine Unterdeckung angenommen wird, zumindest rechnerisch erstmal bei den Einnahmen von 11 Milliarden Euro? Allein durch die Einführung eines Zusatzbeitrags und die Absenkung des allgemeinen durchschnittlichen Beitrags auf 14,6 Beitragspunkte fehlen der gesetzlichen Krankenversicherung das Volumen von entsprechend 0,9 Beitragssatzpunkten. Das muss ausgeglichen werden. Das ist die Umstellung auf das neue System. Ich kann die genauen Beträge Ihnen noch nicht bestätigen, solange wir die konkreten Schätzungen dafür noch nicht haben. Aber wir gehen in einer etwaigen Größenordnung davon aus, ja. Wir kommen zur Frage 20 der Kollegin Klein-Schmeink. Bitte, Frau Staatssekretärin.
Frau Kollegin, die Entwicklung und die konkrete Höhe des Bundeszuschusses wird mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2014 und nicht mit dem GKV-Finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz geregelt. In dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014, das heute vom Kabinett beschlossen worden ist, ist vorgesehen, dass der Bund zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen 10,5 Milliarden Euro für das Jahr 2014, 11,5 Milliarden Euro für das Jahr 2015, 14 Milliarden Euro für das Jahr 2016 und ab dem Jahr 2017 jährlich 14,5 Milliarden Euro in monatlich zum ersten Bankarbeitstag zu überweisenden Teilbeträgen an den Gesundheitsfonds leistet. Die vorübergehende Absenkung des Bundeszuschusses in den Jahren 2014 und 2015 ist aufgrund der weiterhin positiven Finanzentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung und der bis Ende 2013 aufgebauten Liquiditätsreserve möglich. Dadurch wird abermals ein erheblicher Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts geleistet. Die Mindereinnahmen können in beiden Jahren durch entsprechende Entnahmen aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Diese Entnahme aus der Liquiditätsreserve ist auch im Haushaltsbegleitgesetz geregelt. Die Zuweisungen an die Krankenkassen und die Versorgung der gesetzlich Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung werden dadurch nicht berührt. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Staatssekretärin, stimmen Sie mit mir überein, dass im Rahmen dieser Kürzung insgesamt 6 Milliarden Euro entnommen werden und diese eben nicht vollständig wieder im gesamten addierten Umfang bereitgestellt werden und es damit auch eher als zuvor dazu kommt, dass die Rücklagen aufgebraucht sein werden und wir eine Erhöhung der Zusatzbeitragssätze haben werden? Frau Kollegin Kleinschmeink, ich stimme Ihrer Aussage so nicht zu. Sie haben heute Vormittag im Rahmen der Ausschusssitzung die Erhöhung der Zuführung des Bundeshaushalts an den Gesundheitsfonds ab dem Jahr 2017 und damit der Ausgleich auf die Zeitschiene sogar als einen löblichen Akt bezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Und deshalb kann ich mich, wie Sie selbst, dieser Einschätzung nicht anschließen, sondern im Gegenteil, diese Entnahmen gehen nicht zu Lasten der Versicherten, sondern sie werden aus der Finanzreserve dann den Krankenkassen wiederum zur Verfügung gestellt und umgekehrt wird dieser Betrag dann ab dem Jahr 2015 in Schritten wieder ausgeglichen. Das ist zum ersten Mal eine Festlegung, die wir im Haushaltsbegleitgesetz auch gesetzgeberisch hier festlegen und damit eine gute Praxis, die sicherlich für den Gesundheitsfonds dann auch Schule machen sollte, dass wenn mal etwas entnommen wird, dass es auch wieder zurückgeführt wird. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen umgekehrt auch der Gesundheitsfonds in der Frage der Konjunkturkrise vom Bundeshaushalt entsprechende Zuschüsse zur Abfederung von entsprechenden Risiken erhalten hat. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, ich möchte noch mal nachfragen. Handelt es sich um eine vollständige Kompensation oder nur um eine teilweise Kompensation, die ich in der Tat heute Morgen als ersten kleinen Schritt positiv vermerkt habe? Aber es handelt sich ja nur um einen kleinen Schritt und eben nicht die vollständige Kompensation. Frau Kollegin Kleinschmeink, auch diese Bundesregierung, insbesondere der Bundesgesundheitsminister, streben sicherlich gerne eine längere Amtszeit als diese Legislaturperiode an. Da wir aber Gesetze nur für diese Legislaturperiode planen können, ist der Einstieg in diesen Bereich sicherlich sehr hilfreich und, wie Sie selbst gesagt haben, sehr löblich. Zu einer weiteren Nachfrage hat der Kollege Weinberg das Wort. Frau Staatssekretärin, es ist ja so, dass die Bundeszuschussmittel Steuermittel sind und eigentlich dazu dienen sollen, versicherungsfremde Leistungen zu finanzieren, mit Versicherung von Familienangehörigen und Ähnlichem. Jetzt wird der Bundeszuschuss um den Betrag, den Sie genannt haben, gesenkt. Das Ganze wird aus der Liquiditätsreserve genommen. Trifft meine Einschätzung dann zu, dass de facto etwas, was eigentlich aus Steuermitteln zu finanzieren wäre, in Zukunft aus Versicherungsbeiträgen finanziert wird?
Sehr geehrter Herr Kollege Weinberg, zunächst einmal will ich noch einmal deutlich machen, dass es ein Bundeszuschuss ist und keine Spitzabrechnung für versicherungsfremde Leistungen. Sie erinnern sich sicherlich auch gerne mit mir an Zeiten aus dem Jahr 2008, wo der Bundeszuschuss gerade einmal 2,5 Milliarden Euro betragen hat. Deshalb ist in der Perspektive, sind 14,5 Milliarden ab dem Jahr 2017 eine sehr positive Entwicklung, die wir hier genommen haben. Und noch einmal weise ich darauf hin, dass die Zuführung aus der Liquiditätsreserve eine Maßnahme ist, die nicht zulasten der Versicherten geht, denn sie haben den Mittelzufluss, den sie zur Deckung der Ausgaben brauchen. Und damit wird der Zufluss an den Bundeshaushalt komplett kompensiert. Danke, Frau Staatssekretärin. Wir sind damit am Ende Ihres Geschäftsbereichs. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Zur Beantwortung der Fragen steht der parlamentarische Staatssekretär Enak Fährlemann zur Verfügung. Wir kommen zur Frage 21 der Kollegin Dr. Valerie Wilms. Es geht um den Untersuchungsbericht zum Seeunfall des Containerschiffes MSC Flaminia. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, liebe Frau Kollegin, ich beantworte Ihre Frage gerne wie folgt. Die Bundesregierung wird den 181-seitigen Untersuchungsbericht sorgfältig auswerten und sodann dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages berichten, welche Folgerungen aus dem Bericht zu ziehen sind. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Das ist halt interessant, Herr Kollege Staatssekretär. Also, Sie wollen das irgendwann dann mal auswerten. Also ich glaube, da wäre schon früher und heute schon eine etwas präzisere Aussage auf meine Frage möglich gewesen. Insofern die Nachfrage, inwieweit wird die Bundesregierung auf die Europäische Kommission einwirken, das EU-Nothafenkonzept anzupassen, in dem Sinne, dass havarierte Schiffe grundsätzlich vom nächstgelegenen Nothafen aufgenommen werden? Frau Kollegin, ich weise darauf hin, dass der Bericht ja erst am 28. Februar 2014 uns zugegangen ist und dass es natürlich schwierig ist, diesen Bericht schon in allen Einzelheiten auszuwerten und umzusetzen, weil es vor allem um komplizierteste Vorgänge des EU-Rechts geht, aber natürlich auch der IMO und andere mehr. Das, was Sie vorschlagen oder erwarten aus dem Bericht, kann eine mögliche Konsequenz sein, muss es aber nicht. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die würde ich auch gerne nutzen, die zweite Nachfrage. Welche europäische oder nationale Institution wäre denn nach Ansicht der Bundesregierung geeignet, zukünftig einen Nothafen zuzuweisen? Könnten Sie da auch so an Aufgaben für die EMSA denken? Frau Kollegin, man kann sicherlich an die EMSA denken. Man kann sich auch vieles andere denken. Das, was wir dann vorschlagen werden, werden Sie dann dem Bericht entnehmen können. Damit sind wir am Ende dieses Geschäftsbereichs. Ich komme zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Die Fragen 22, 23, 24, 25, 26 und 27 werden schriftlich beantwortet. Wie auch die Frage 28 des Kollegen Nima Movasat zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zur Beantwortung steht die parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypris zur Verfügung. Die Frage 29 des Kollegen Dr. André Hahn wird schriftlich beantwortet. Wir kommen damit zur Frage 30 des Kollegen Manfred Grund. Es geht um den Ausschluss der Kunststoffrecyclingunternehmen von der Befreiung zur Zahlung der EEG-Umlage. Bitte, Frau Sekretärin. Herr Kollege Grund, mit der EEG-Novelle 2012, die erstmals im Antragsjahr 2012 für die Begrenzung der EEG-Umlage in 2013 gilt, wurde die Antragsbefugnis von Unternehmen des produzierenden Gewerbes bei der besonderen Ausgleichsregelung eingeschränkt. Es können nach geltender Rechtslage nur Unternehmen privilegiert werden, die in entsprechender Anwendung den Abschnitten B und C angehören. Das ist einmal
Bergbaugewinnung von Steinen und Erden und zum anderen verarbeitendes Gewerbe. Recyclingunternehmen, nach denen Sie fragen, sind in Abschnitt E Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen und Rückgewinnung eingestuft und somit grundsätzlich nicht anspruchsberechtigt. Trotz dieser Neuregelung hatte das BAFA einigen Recyclingsunternehmen die beantragte Begrenzung für das Jahr 2013 erteilt, die ihre Umsätze hauptsächlich aus dem Verkauf der hergestellten Recyclingprodukte erzielten und die auf dem Markt wie aus Primärrohstoffen hergestellte Produkte vertrieben wurden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat somit diese Unternehmen dem verarbeitenden Gewerbe im Verwaltungsvollzug gleichgestellt. Für das Jahr 2014 hat das BAFA seine Verwaltungspraxis geändert. Grund dafür ist, dass nicht die Umsätze des Unternehmens entscheidend für die Einstufung sind, sondern die ausgeübte Tätigkeit. Es wurden dann in der Folge Anträge von Recyclingunternehmen abgelehnt, die aufgrund dessen nicht Unternehmen des verarbeiteten Gewerbes gleichgestellt werden können. Die Bescheide für 2013 bleiben davon unberührt. Aufgrund des laufenden Beihilfeverfahrens der EU-Kommission gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die besondere Ausgleichsregelung bedarf das BAFA jedoch ohnehin zurzeit keine positiven Bescheide für das Begrenzungsjahr 2014 erlassen. Die hieraus zu erwartenden oder die insgesamt zu erwartenden Mehrkosten können insbesondere kleine und mittlere Recyclingunternehmen finanziell belasten. Die Bundesregierung wird diese Auswirkung im Rahmen der anstehenden EEG-Novelle prüfen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Das bedeutet ja tatsächlich, dass sich die Verwaltungspraxis grundlegend geändert hat, dass die Unternehmen, die bisher dem produzierenden Bereich zugeordnet waren, aus dem produzierenden Bereich herausgenommen worden sind und in einer Branche Kunststoffrecycling, Kreislaufwirtschaft, CO2-Reduktion äußerst problematisch, diese Branche, die auch in einem internationalen Wettbewerb steht, derartig zu belasten. Und wenn Sie sagen, wir werden das im Auge behalten, was die Belastung anbetrifft, es liegen Zahlen vor, dass erstens natürlich 100.000 Arbeitnehmer davon betroffen sind, aber zweitens auch gerade kleinere und mittlere Unternehmen bis zu 100 Beschäftigten in einer Weise belastet werden könnten, die über den Gewinn hinausgeht, sodass das in die Substanz der Unternehmen hineingeht und damit Betriebe und Arbeitsplätze massiv gefährdet werden. Hat diesen Gesichtspunkt die Bundesregierung ausreichend im Blick? Herr Kollege, ich hoffe, nicht zuletzt Ihre Frage wird dazu führen, dass wir das ausreichend im Blick haben. Wir sind im Moment auch dabei, mit der EU-Kommission darüber zu verhandeln, dass die Kunststoffrecycler zukünftig von der besonderen Ausgleichsregelung profitieren können. Also wir sehen das. Wenn Sie aber noch Material haben, was unsere Position, unsere gemeinsame Position stützen kann, wäre ich Ihnen dankbar, Sie würden es dem Hause überlassen. Vielen Dank, sehr gern. Sie verzichten auf die zweite Frage, aber der Kollege Maywald hat eine Nachfrage. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. In der Tat eine Frage, wo wir als Grüne zunächst mal unverdächtig sind, dass wir einer Ausweitung der Befreiung von der EEG-Umlage das Wort reden. Aber in der Tat ist diese Situation, die jetzt eingetreten ist durch diese Veränderung der Verwaltungsarbeit, natürlich etwas, was zu einer Wettbewerbsverzerrung führt, die auf der anderen Seite den Vorstellungen eines Ausbaus der Kreislaufwirtschaft mit all ihren ökologischen Vorzügen eindeutig entgegensteht. Deswegen noch mal konkret die Frage, welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, dieser Fehlsteuerung entgegenzuwirken, sowohl im ökonomischen wie im ökologischen Bereich. Die Arbeitsplätze hat der Kollege gerade schon angesprochen. Vielen Dank. Herr Kollege, ich hatte ja eben gerade schon gesagt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission mit dem Ziel, dass die Kunststoffrecycler zukünftig von den besonderen Ausgleichsregelungen profitieren können. Und wir haben diese Unternehmen im Blick bei der Neuerung bei der Überarbeitung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und wenn Sie noch weitere Gesichtspunkte haben, sind Sie auch sehr willkommen. Danke, Frau Staatssekretärin. Die Fragen 31 und 32 des Kollegen Krischer sollen schriftlich beantwortet werden. Ich rufe auf die Frage 33 des Kollegen Ralf Lenkert. Es geht um Verfahrenskosten im Schiedsgerichtsverfahren Vattenfall gegen Deutschland. Bitte, Frau Staatssekretärin. Ja, Herr Kollege
Lenkert. Im Zusammenhang mit dem anhängigen ICSID-Schiedsverfahren von Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland wurden bisher bis zum 7. März 2014 Mittel in Höhe von 695.796,89 € für Prozess- und Mandatskosten verausgabt. Im ersten Regierungsentwurf zum Bundeshaushaltsplan 2014 ist ein Titelansatz in Höhe von 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Für die Folgejahre sind in der geltenden Finanzplanung Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro für 2015 bzw. 1,6 Millionen Euro für 2016 veranschlagt. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Staatssekretärin, die Klage von Vattenfall bezog sich ja bisher auf 3,7 Milliarden Euro. Das war in der Presse zu lesen. Ich frage Sie, hat sich da eine Erhöhung der Klagesumme zwischenzeitlich ergeben? Und wenn, würde sich dies auf die Höhe der Verfahrenskosten auswirken? Herr Kollege Lenkert, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das muss ich Ihnen schriftlich beantworten, weiß ich schlicht nicht. Dann ist das so verabredet. Haben Sie noch eine zweite Nachfrage? Frau Staatssekretärin, bei einer Ausweitung der Bereiche, in denen Investitionsschiedsverfahren anwendbar sind, zum Beispiel über TTIP und über CETA, frage ich Sie, wie schützt die Bundesregierung sich davor, dass durch diese Ausweitung der Klagemöglichkeiten das Risiko steigt, verklagt zu werden? Und bei normalen Unternehmen muss man dann Risikovorsorge betreiben, das heißt Rückstellung bilden. Und dies wirkt sich dann im Allgemeinen auf den Aktienkurs bzw. auf das Zinsniveau bei Krediten aus. Das heißt, wie schätzt die Bundesregierung ein, dass dadurch das Zinsniveau für den Bund und die öffentliche Hand größer wird? Und was möchte sie dagegen unternehmen? Also Herr Kollege Lenkert, die konkrete Auswirkung auf das Zinsniveau aufgrund von Schiedsverfahren, die kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich glaube auch, dass unser Ansatz vorher liegen sollte. Ich glaube, wir sollten sehen, dass wir so wenig wie möglich Schiedsverfahren kriegen. Und ich bin deshalb dankbar dafür, dass die Europäische Kommission die derzeitigen Verhandlungen zu TTIP jetzt für 3 Monate gerade wegen der Frage der Schiedsverfahren ausgesetzt hat und eine öffentliche Anhörung durchführt, an der Sie sich hoffentlich beteiligen werden. Denn die Anhörung fängt ja erst nächste oder übernächste Woche an, dauert dann für 3 Monate und jeder Mann und jede Frau ist aufgerufen, sich dazu beteiligen. Selbstverständlich gilt das auch für jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Höhn das Wort. Frau Staatssekretärin, Sie haben ja eben zu Recht die Risiken durch private Schiedsverfahren ins Spiel gebracht. Insbesondere geht es ja darum, dass die eigene Gerichtsbarkeit, die wir hier haben, ausgehebelt wird und durch, ich sag mal, fast willkürlich zusammengesetzte private Schiedsgerichte ersetzt wird, gegen die man noch nicht mal Revision einlegen kann. Das heißt, das wäre ein dramatisch massiver Nachteil auch für den Staat Deutschland. Sie haben eben gesagt, wir können als Abgeordnete uns einbringen. Inwieweit bringt sich die Bundesregierung ein, um genau diese Fälle, die ja jetzt vermehrt auftreten würden, wenn man das in einem Freihandelsabkommen zum Beispiel mit Kanada oder den USA festschreibt, um diese Fälle zu verhindern? Was tut die Bundesregierung, um diese Bereiche auszuklammern aus den Freihandelsabkommen? Naja, im Rahmen der Verhandlungen auf der europäischen Ebene setzt sich die Bundesregierung natürlich dafür ein, dass eine Begrenzung auf Schiedsgerichtsverfahren so weit wie möglich, also eine Begrenzung der Schiedsgerichtsverfahren so weit wie möglich erfolgt. Also wir wollen möglichst wenig davon. Und Sie sehen in mir als ehemaliger Justizministerin ja auch eine Person, die sich 7 Jahre lang auf internationaler Ebene dafür eingesetzt hat, dass unsere deutsche Gerichtsbarkeit stark bleibt und gut bleibt und deshalb auch von den Ländern hinreichend finanziell unterstützt wird, damit sie eben schnell und sachgerecht entscheiden kann. Denn es ist ja in vielen Fällen auch gar nicht richtig, was immer behauptet wird von den Unternehmen, dass solche Verfahren schneller gehen als Gerichtsverfahren. Wir haben ja gerade im Bereich des Patentrechts beispielsweise einen Stand erreicht in Deutschland, wo wir sagen müssen, wir sind international vorbildlich und viele Firmen aus anderen Ländern kommen nach Deutschland, um ihre Verfahren hier klären zu lassen. Also von daher denke ich, gerade wir in Deutschland stehen gut da und das werden wir selbstverständlich auf der europäischen Ebene auch deutlich machen. Zu einer weiteren Nachfrage hat die Kollegin Dröge das Wort.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, noch eine Nachfrage zu stellen. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen möglichst wenig Schiedsgerichtsverfahren haben. Da wäre die konkrete Frage an Sie, wie wollen Sie das denn technisch machen, dass wir möglichst wenig Schiedsgerichtsverfahren kriegen? Und wenn man sich die Analysen zu den bestehenden Urteilen, die es schon gibt, vor Schiedsgerichten anschaut, dann ist ja besonders diese Möglichkeit, die Klausel in Investitionsschutzabkommen zum Fair and Equal Treatment, immer das, was Unternehmen auch nutzen, um gegen Länderbestimmungen zu klagen. Also inwieweit, das wäre die Frage an Sie, hat da die Bundesregierung schon eine Position, eine Rechtsauffassung, wie so etwas verbessert werden kann oder sogar abgeschafft werden kann in bestehenden Investitionsschutzabkommen, damit solche Verfahren, wie wir sie hier gerade diskutieren, in Zukunft nicht mehr passieren? Na, Frau Kollegin Dröge, wir sind ja im Moment in dem Stadium des Verfahrens, dass wir uns überhaupt fragen, inwieweit Schiedsgerichtsbarkeitsvereinbarungen aufgenommen werden in das Abkommen. Deswegen haben wir jetzt noch keine abgestuftes Programm selbstverständlich, sondern wie gesagt, das Verfahren ist ausgesetzt. Es gibt eine dreimonatige Konsultationsfrist. Die Bundesregierung wird sich daran beteiligen, wie hoffentlich auch viele Kolleginnen und Kollegen des Parlaments, die ihre Meinung sagen werden. Und dann wird man sehen, wie sich das auf europäischer Ebene insgesamt entwickelt. Da ist ja die Bundesregierung natürlich auch nur einer von 26 Mitspielern. So, ich habe noch zwei Meldungen für Nachfragen zur Frage 33. Zuerst hat der Kollege Klaus Ernst das Wort. Ja, Frau Staatssekretärin, wenn ich hier die Aussage richtig sehe, bedeutet das, dass Sie eigentlich solche Schiedsgerichtsverfahren in Frage stellen und Sie wollen möglichst wenig davon, so habe ich Sie verstanden. Heißt das, dass die Bundesregierung keiner Vereinbarung zustimmen wird, in der es eine Ausweitung von Verfahren oder Verfahren auf ähnlichem Stand wie heute geben wird? Nein, Herr Kollege, das heißt es natürlich nicht. Aha. Denn ein solcher Umkehrschluss ist nicht zulässig, sondern ich wiederhole gerne nochmal, was ich eben schon mal gesagt habe. Wir sind im Moment dabei zu verhandeln, inwieweit Schiedsgerichtsverfahren überhaupt mit aufgenommen werden in dieses konkrete Abkommen, dieses TTIP-Abkommen, von dem wir gerade reden. Und da gilt, wir wollen gerne deutlich machen, dass Schiedsgerichtsverfahren nicht der Weisheit letzter Schluss sind, sondern dass man diese Sachen sehr gut auch anders regeln kann. Wir haben ja auch ein Interesse daran, als deutscher Staat einen guten deutschen Rechtsstandort zu vertreten. Das ist doch völlig klar. Und nichts anderes habe ich gesagt. Das werden wir deutlich machen. Aber selbstverständlich geht es bei den Verhandlungen zu TTIP um Verhandlungen der Europäischen Kommission. Und Deutschland ist ein Land der Europäischen Kommission, wie Sie wissen. Und selbstverständlich bedarf es einer abgestimmten Verhandlungsstrategie für die Kommission von allen Mitgliedern der Europäischen Union. Deswegen kann man insofern keine endgültige Aussage machen. Die Kollegin Vogler hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretärin, Sie werden mir doch sicherlich zustimmen, dass die Bundesrepublik Deutschland erstens ein gewichtiges Wort mitzureden hat und dass wir natürlich hier im Deutschen Bundestag ein berechtigtes Interesse daran haben, zu erfahren und das auch den Wählerinnen und Wählern mitzuteilen, welche konkrete Position die Bundesregierung in dieser wichtigen Frage einnimmt. Denn schließlich geht es ja um nichts Geringeres als um eine Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit und unter Umständen auch um eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten in der parlamentarischen Demokratie. Denn wenn das, was wir hier an Gesetzen beschließen, sozusagen immer vor der Folie diskutiert werden muss, dass uns da unter Umständen umfangreiche Klageverfahren drohen, dann sind wir auch als Abgeordnete nicht mehr frei, unserer Gesetzgebungstätigkeit nachzukommen. Und insofern frage ich Sie jetzt noch einmal, welche Position nimmt die Bundesregierung denn konkret ein in der Auseinandersetzung um die Frage der Schiedsgerichte? Frau Kollegin, Ihre Nachfrage gibt mir die Gelegenheit und vor allen Dingen auch den Anlass, einige grundsätzliche Ausführungen zu den Verhandlungen zu TTIP zu machen. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja hier jetzt auch einer der ersten Momente, wo das hier im Parlament behandelt wird, in der offenen Runde. Wir sind im Moment in der vierten Verhandlungsrunde. Es ist aber die erste Verhandlungsrunde, die stattfindet, die sich mit konkreten Themen befasst. Die drei Verhandlungsrunden zuvor waren allgemeine Austausche von Positionen, von möglichen Gebieten, über die man dann verhandeln will. Es findet im Moment die erste konkrete Verhandlungsrunde statt zu den Themenfeldern Marktzugang, regulatorische Fragen und Handelsregeln.
Es gab schon mal einen Austausch von Angeboten zum Abbau von Zöllen auf Industrie- und Agrargüter am 10. Februar. Dieses Thema zu den Zöllen ist aber nicht Gegenstand der jetzigen Verhandlungsrunde, sondern wird später wieder aufgerufen. Ich habe eben schon mal gesagt, dass Kommissar de Gucht ein dreimonatiges Konsultationsverfahren angestoßen hat zu der Frage der Schiedsgerichtsbarkeit. Die Kommission wird dazu einen Vertragstext vorlegen, der durch Erläuterungen oder Annotierungen für die Allgemeinheit verständlich gemacht werden soll. Die Bundesregierung begrüßt diesen Schritt ausdrücklich und erwartet eine breite Beteiligung an den Konsultationen. Wir wollen auch die Transparenz und Einbindung der Öffentlichkeit insgesamt verbessern. Ich würde Ihnen gerne kurz sagen wollen, was wir dazu schon getan haben. Wir haben wir vertreten auf europäischer Ebene die Auffassung, dass die Verhandlungen auf der Basis von vertraulichen Unterlagen natürlich vertraulich geführt werden müssen. Aber wir wollen nichtsdestotrotz, dass die EU-Mitgliedstaaten in der Lage sein müssen, und vor allen Dingen gilt das für die nationalen Parlamente, aber auch für die Bürger, Auskunft über den jeweiligen aktuellen Stand der Verhandlungen zu geben. Wir wollen deshalb, dass der Zugang zu US-Dokumenten den Mitgliedstaaten ermöglicht wird. Dafür setzt sich das Bundeswirtschaftsministerium ein. Mit Blick auf die Informationen von Bundestag und Bundesrat sind wir sicherlich zielführend im europäischen Vergleich, auch im Vergleich zum Europäischen Parlament. Der Bundestag hat alle Dokumente erhalten, die es bis jetzt gibt. Alle Drahtberichte, alle EU-Positionspapiere, alle Berichte der Bundesregierung zu den Verhandlungen. Und wir haben zu TTIP bislang 220 parlamentarische Fragen beantwortet. Weitere 125 Fragen sind zurzeit in Bearbeitung. Die Beteiligung des Deutschen Bundestages richtet sich nach dem EuZBBG. Und das Wirtschaftsministerium hat neben diesen umfassenden Informationen des Parlaments jetzt auch angefangen, einen Austausch zu TTIP zu führen, unter anderem mit allen Ressorts, mit den Bundesländern, mit den Bundestagsausschüssen, das wurde ja eben auch schon deutlich, das ist auch schon Gegenstand der Ausschussberatungen war, mit Verbänden, mit NGOs, mit Gewerkschaften. Wir richten Veranstaltungen dazu aus, die wir auch schon durchgeführt haben. Wir haben geplant, am 5. Mai eine große TTIP-Konferenz durchzuführen im Ministerium. Die EU-Kommission hat in Aussicht gestellt, nach der vierten Verhandlungsrunde weitere EU-Positionspapiere auf der Kommissionswebsite für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie sehen, nein, die Antwort aus Ihrer Frage ergibt sich doch aus meinen Darlegungen, verehrte Frau Kollegin. Wenn wir im Moment in der ersten Verhandlungsrunde sind, wo das Schiedsgerichtsverfahren überhaupt noch keine Rolle spielt, dann kann ich Ihnen auch noch nicht sagen, welche fünfte Auffangposition die Bundesregierung in den Verhandlungen vertreten wird. Wie soll es anders sein? Schönen Dank, Frau Staatssekretärin. Die nächste Zusatzfrage hat Frau Kollegin Paus, Bündnis 90 Die Grünen. Danach die Kollegin Leidig von der Fraktion Die Linken. Aber erst Frau Paus, bitte. Aber Frau Zypris, vielleicht können Sie mir trotzdem sagen, ob es die Position der Bundesregierung ist, dass private Schiedsgerichtsverfahren nicht Bestandteil sein sollten eines entsprechenden Freihandelsabkommens mit den USA. Wir wollen die Schiedsgerichtsverfahren, wenn es möglich geht, nochmal, Deutschland ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union und bestimmt nicht alleine den Verhandlungsgang. Frau Kollegin, dann die nächste Frage ist aber jetzt bei der Kollegin Frau Leidig, bitte. Ja, Frau Staatssekretärin Zypris, ich möchte schon noch mal an diesem Punkt weiter fragen, weil ich glaube, dass es sich hier um eine sehr entscheidende Verhandlungsposition handelt, die die Bundesregierung einnimmt oder eben nicht einnimmt. Und deshalb nochmal ganz konkret die Frage, wird die Bundesregierung diesem Abkommen zustimmen, wenn
ein solches Schiedsgerichtsverfahren mehrheitlich beschlossen wird? Oder wird die Bundesregierung dann einem solchen Freihandelsabkommen die Zustimmung verweigern, wenn die Rechtsstaatlichkeit sozusagen an Schiedsgerichte abgegeben werden soll? Die Bundesregierung setzt im Moment alles daran, dass es erst gar nicht so weit kommt. Wir sind im Moment im Konsultationsverfahren. Wir setzen uns dafür ein, dass die Schiedsgerichtsverfahren nicht aufgenommen werden in den Vertrag. Und dafür arbeiten wir und wir wären für Unterstützung dankbar. Nächste Zusatzfrage, der Kollege Hunko, auch die Linke, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie das durchaus kritisch mit den Schiedsgerichten, was das TTIP angeht mit den USA? Nun haben wir ja schon das Endstadium der Verhandlungen mit dem Freihandelsabkommen mit Kanada, das CETA-Abkommen. Da wäre meine Frage, wie haben Sie sich da positioniert bezüglich dieser Schiedsgerichte, weil das ja schon sozusagen nicht in einem Anfangsstadium ist, sondern im Endstadium? Und sehen Sie dort, dass es eine Ausweitung von Schiedsgerichtsverfahren geben kann? Und wie haben Sie darauf hingewirkt, dass es eben nicht zu dieser Ausweitung kommt? Vielen Dank. Die Antwort muss ich Ihnen schriftlich nachreichen. Ich weiß es nicht genau. Schönen Dank. Dann kommen wir zur... nochmal. Kollegin Kleinschmeig von der Bündnis 90 Grünen, bitte. Frau Staatssekretärin, Sie haben gerade gesagt, dass Sie als Bundesregierung darauf hinwirken wollen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass in diese Schiedsverfahren gegangen wird. Haben Sie denn auf europäischer Ebene ernsthafte Verbündete in dieser Frage oder müssen wir damit rechnen, dass die Bundesregierung da eher alleine auf weiter Flur steht? Wie wahrscheinlich ist es, sich damit durchsetzen zu können? Nach meinem Kenntnisstand gibt es einige andere Staaten, die auch der Auffassung sind, wir sollten das nicht machen. Das hat ja oft auch was mit den Vertretern der jeweiligen Rechtssysteme zu tun. Wir haben ja in der Europäischen Union zwei unterschiedliche Rechtssysteme, das kontinentaleuropäische und das angloamerikanische. Und die Vertreter des kontinentaleuropäischen sind in der Regel auch der Auffassung, dass man Schiedsverfahren nicht so nicht umfänglich durchführen sollte. Schönen Dank. Dann kommen wir zur Frage 34 des Kollegen Ralf Lenkert, Die Linke. Es geht um das Thema Streitverfahren mit Investoren vor internationalen Schiedsgerichten. Frau Staatssekretärin, bitte. Ja, jetzt habe ich gerade keine Antwort. Das ist die Frage 34. Genau. Die Bundesregierung hat keine Informationen, wie viele Verfahren insgesamt von deutschen oder ausländischen Unternehmen gegen Drittländer angestrengt wurden. Deutsche Unternehmen sind nämlich nicht verpflichtet, ihre Klagen gegen andere Staaten der Bundesregierung mitzuteilen. Der Bundesregierung sind allerdings solche Schiedsverfahren von deutschen Unternehmen gegen andere Staaten bekannt, deren Investitionen durch Investitionsgarantien des Bundes gegen politische Risiken abgesichert waren und die nach der Entschädigung durch den Bund in Abstimmung mit dem Bund Schiedsverfahren eingeleitet haben. Das ist einmal die Hochtief AG gegen Argentinien, das ist die Fraport AG gegen die Philippinen und aus der Presse ist auch bekannt Walter Bau gegen Thailand. Frühere Klagen ausländischer Unternehmen gegen Deutschland gibt es nur zwei. In den 90er Jahren klagte ein indischer Unternehmer, dessen Klage aber schon nicht angenommen wurde, weil er die Prozesskosten nicht bezahlte. Und 2009 klagte Vattenfall wegen des Steinkohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg. Dieses Verfahren wurde durch einen Vergleich beendet, ohne Entschädigungszahlung seitens der öffentlichen Hand. Mögen Sie eine Zusatzfrage stellen, Herr Kollege Lenkert? Frau Staatssekretärin, das verwundert mich, dass der Bundesregierung es nicht möglich ist, die Ergebnisse von Schiedsgerichtsverfahren zu ermitteln, weil die werden vom Internationalen Schiedsgerichtshof veröffentlicht. Und die Frage, die ich jetzt nachschiebe, ist, es sind also im letzten Jahr 70% der Klagen mit Zahlung an Investoren ausgegangen, 30% wurden abgewiesen. Und Sie sagten eben, dass Sie eine Transparenz beim TTIP mit Konsultation zum Thema Schiedsgerichtsbarkeit herstellen wollen. Das CETA-Verfahren mit Kanada ist de facto in der Endphase der Verhandlungen. Die Verhandlungen sind fast abgeschlossen. Schiedsgerichtsverfahren sind integriert.
Das heißt, jedes Unternehmen, das eine Zweigniederlassung in Kanada hat, kann dann auch dieselben Rechte in Anspruch nehmen, die wir jetzt vielleicht aus dem TTIP herausbekommen. Das heißt, das wäre sozusagen die Schiedsgerichtsbarkeit durch die Hintertür eingeführt. Ich frage Sie jetzt als Vertreterin des Wirtschaftsministeriums, noch ist das Abkommen mit Kanada nicht unterzeichnet. Werden Sie dafür drängen, dass die Schiedsgerichtsbarkeit ähnlich wie im TTIP auf den Prüfstand kommt? Und ich sage nochmal, wir als Linke lehnen Vereinbarungen, Verträge mit internationaler Schiedsgerichtsbarkeit komplett ab, weil wir sind der Meinung, unser Rechtssystem in der Bundesrepublik Deutschland ist ausreichend zur Sicherung der Rechte von Investoren und von Staaten. Ja. Genau, das haben wir verstanden und ich habe Ihnen auch vorhin schon mal gesagt, dass ich das im Grundsatz teile. Ich kann Ihnen im Moment zu dem Verhandlungsstand bei dem Verfahren, bei dem Verhandlungsabkommen mit Kanada keine genauen Auskünfte geben. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass ich das nachreichen muss. Tut mir leid, bin ich nicht im Stoff. Bitte um Nachsicht, ist nicht Gegenstand dieser Fragen gewesen. Gut, dann haben wir die erste Frage aus dem übrigen Kollegenkreis, Frau Kollegin Höhl. Ach so, Entschuldigung. Ja, Sie machten so einen resignativen. Nein, ich war enttäuscht von der Antwort, aber weil die Position der Bundesregierung sollte ja eigentlich dieselbe sein. Also wenn man bei den USA kritisch ist mit dem Schiedsgerichtsverfahren, dann sollte man es bei Kanada genauso sein. Nein, Sie haben mich doch gerade gefragt, ob ich bei den Verhandlungen mit Kanada jetzt dafür sorgen werde, dass das Ganze nochmal ausgesetzt wird und ein Verfahren reinkommt. Ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, wie der Verhandlungsstand ist und ob sowas überhaupt geht. Sie müssen schon bitte meine Antworten auch auf Ihre Fragen beziehen. Jetzt hätte ich eine weitere Nachfrage. Eine haben Sie noch, ja. Bitte. Ja, und zwar, es besteht die Möglichkeit bei Verträgen, die zwischen der EU und Drittstaaten abgeschlossen werden, dass diese, wenn es gemischte Abkommen sind, das heißt, dass auch die Länderparlamente zustimmen müssen, dass diese Verträge vorläufig in Kraft gesetzt werden. Jetzt frage ich Sie, wäre es möglich, dass Investoren auf Investitionsschutz klagen, wenn dieser Vertrag durch die EU, zum Beispiel mit Kanada, vorläufig in Kraft gesetzt wird, bevor der Bundestag überhaupt ratifiziert hat? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich versuche es nochmal. Bitte. Die EU ist in der Lage, bei gemischten Abkommen, sprich bei Abkommen, die von EU-Parlament, Kommission und von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden müssen, um den Prozess abzukürzen und die Zeit braucht, um die nationalen Ratifizierungen durchzukriegen, diese Verträge vorläufig in Kraft zu setzen. Das wäre auch bei CETA oder TTIP möglich. Wenn dieser Fall passiert, kann es dann aus Ihrer Kenntnis heraus möglich sein, dass auch vor einer Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag Investitionsschutzklagen gegen die Bundesrepublik eingereicht werden, weil die EU im Prinzip vorläufig die Verträge in Kraft gesetzt werden? Herr Kollege, wir sind im Moment in dem Verfahrenstand, dass eine Konsultation stattfindet, ob überhaupt Schiedsgerichtsverfahren in das TTIP-Abkommen aufgenommen werden sollen. Ich kann Ihnen deshalb keine Antwort zu der Frage geben, was sein würde, wenn in mehreren Jahren vielleicht ein Abkommen abgeschlossen sein sollte und das dann womöglich auch noch vorzeitig in Kraft gesetzt werden sollte. Herzlichen Dank. Die nächste Frage kommt von Frau Höhn, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Staatssekretärin, Ihnen ist ja die Schiedsgerichtsbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir festgestellt. Gleichzeitig ist es in der Tat so, dass durch dieses CETA-Abkommen mit Kanada die Frage, Schiedsgerichtsverfahren ja oder nein, vorentschieden wird. Denn es wird ja schwer sein, wenn man einem kanadischen Abkommen, wo Schiedsgerichtsverfahren erlaubt sind, schon zugestimmt hat, das bei TTIP zu verweigern. Ist es richtig, dass die Staatssekretärin über den Stand des CETA-Verfahrens momentan keine Auskunft geben kann? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und zweitens, ist es richtig oder drängt die Bundesregierung darauf, dass es überhaupt ein Mischverfahren wird? Also es könnte ja theoretisch sogar sein, dass die EU selber abschließt, ohne dass der Bundestag zustimmen kann. Ist das richtig? Können Sie hier bestätigen, Nein. dass es sich um ein Mischverfahren handelt, dass der Bundestag zustimmen muss, oder ist Ihnen das auch nicht ganz, wissen Sie es auch nicht genau? Also nach meiner Kenntnis muss der Bundestag zustimmen. Aha. Und die Frage war doch eben, wie geht das mit dem Verfahren ganz genau weiter? Und da habe ich nur gesagt, das weiß ich nicht. Die Frage ist eine andere. Ist das ein Mischverfahren, ja oder nein? Wenn das nämlich kein Mischverfahren ist, müsste der Bundestag gar nicht zustimmen. Also braucht der Bundestag nicht zustimmen. Und deshalb frage ich Sie, ist Ihnen bekannt? Also nach meiner Kenntnis, Frau Abgeordnete, muss der Bundestag zustimmen. Aber ich bin gerne bereit, das in meinem Hause nochmal nachzufragen und Ihnen schriftlich Stellungnahme zu geben. Sie werden es mir nachsehen, dass ich hier nicht jede Frage hundertprozentig beantworten kann.
So, die nächste Frage hat die Frau Kollegin Dröge von den Grünen, danach der Kollege Ernst von der Fraktion Die Linke. Aber jetzt erstmal Frau Kollegin Dröge von den Grünen, bitteschön. Das hatten wir ja. Ja, Frau Tsipras, Sie haben ja jetzt mehrfach gesagt, dass Ihr erstes Ziel ist, dass Investitionsschutzabkommen nicht in TTIP aufgenommen werden. Sie sagen gleichzeitig, dass Sie nicht sicher gehen können, dass das so ist. Und ich möchte nur darauf hinweisen, diese TTIP-Verhandlungen sollen ja zumindest, wenn es nach den Wünschen der USA geht, nicht in ferner Zukunft beendet werden, sondern schon 2015 zu einem Abschluss kommen. Das heißt, man muss sich ja schon damit auseinandersetzen, wenn Sie jetzt Ihre Position nicht durchsetzen können und wir doch mit einem Investitionsschutzkapitel in TTIP rechnen müssen, was für eine Position die Bundesregierung da einnimmt. Also das ist nicht mehr viel Zeit, die Sie da haben, zu einer rechtlich schwierigen Frage zu kommen. Und deswegen ist ja die Frage des Kollegen von den Linken auch absolut richtig, nach den Kenntnissen zu den bestehenden Urteilen. Und da gibt es zum Beispiel jetzt vor 2 Tagen ist noch eine Studie vom Corporate Europe Observatory dazu rausgekommen, dass es Unternehmen gibt, die hier in Europa gegen die Krisenländer Griechenland, Spanien und so weiter klagen, zum Beispiel auf entgangene Fördermittel, die diese Krisenländer nicht mehr zahlen können, weil die Troika beispielsweise Sparmaßnahmen durchgesetzt hat in den Krisenländern zur Haushaltskonsolidierung. Da gibt es jetzt gerade eine neue Studie dazu, dass Unternehmen gegen solche Dinge klagen. Und das, finde ich, sind ja relevante Erkenntnisse für die Bundesregierung, was für Missbrauch schon mit bestehenden Investitionsschutzklauseln betrieben wird. Es gibt auch eine UN-Studie, die sich damit auseinandersetzt, was für Schiedsgerichtsverfahren es gibt. Und ich frage mich, wie die Bundesregierung denn zu einer Position kommen will, wenn sie nicht bestehende Investitionsschutzklauseln analysiert. Die Bundesregierung analysiert bestehende Investitionsschutzklauseln. Da können Sie sicher sein. Und die Bundesregierung informiert sich auch umfassend. Und ich bin dankbar auf Ihren Hinweis auf diese neue Studie, die selbstverständlich vom Haus auch mit in die Überlegungen mit einbezogen werden wird. Wir gehen nicht davon aus, dass das TTIP 2015 abgeschlossen wird. Dankeschön. Kollege Ernst. Ja, Frau Staatssekretärin, würden Sie mir zustimmen, dass dann, wenn in dem CETA-Abkommen ein solches Schiedsverfahren mit Zustimmung der Bundesregierung vereinbart wird, Ihre Haltung gegenüber einem Abkommen mit den USA, in dem das nicht beinhaltet wäre, deutlich schwächen würde? Und würden Sie mir noch die Frage beantworten können, ob Ihre Ablehnung eines solchen Schiedsverfahrens in den Verträgen, die uns sehr freut, wirklich einhellige Meinung der Bundesregierung ist? Herr Abgeordneter, ich habe jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es im Moment darum geht, die Haltung Deutschlands, aber auch aller anderen EU-Staaten zu diesem Schiedsverfahren zu bestimmen und die Europäische Kommission als Verhandlungsführerin bei diesen Verhandlungen auch mit zu beeinflussen. Deswegen ist es im Moment an der Zeit zu sagen, alle diejenigen, die meinen, wir brauchen keine Schiedsgerichtsbarkeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten, sollten sich beteiligen bei dieser Anhörung. Die Beteiligung von Menschen aus den europäischen Staaten an einem Verhalten der EU-Kommission wird ja immer massiv eingefordert. Und es geht ganz vielen Menschen darum, dass es eine mangelnde Transparenz auf europäischer Ebene gibt und dass man stattdessen die europäischen Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligen sollte. Hier gibt sich jetzt die eindeutige Möglichkeit und die wirklich gute Möglichkeit, sowas zu tun. Und ich finde, unser aller Sinnen und Trachten, auch das Ihrer Partei und Fraktion, sollte darauf gerichtet sein, dass man dafür mobilisiert. Wir haben ja auch ein positives Beispiel auf europäischer Ebene, wo das sehr gut funktioniert hat. Also ich denke, das sollten wir jetzt mal tun und wir sollten uns nicht darin verstehen, zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn es uns nicht gelingt. Denn wenn man nicht ins Gelingen verliebt ist und etwas bewegen will, dann kommt es auch nicht dazu, dass man etwas erreicht. Und deswegen kann ich Ihnen auf Ihre Frage, was passiert, wenn, leider keine Antwort geben. Weitere Frage der Kollegin Frau Leidig, Fraktion Die Linke. Oben, das ist auch immer irgendwie nur so, das verschoben, ne? Da, dann passiert irgendwie auch nichts weiter. Frau Staatssekretärin Tsipras, ich möchte zu diesem Konsultationsprozess noch mal nachfragen. Mein Eindruck ist, dass, wenn es stimmt, dass die Bundesregierung in einem bereits sehr weit fortgeschrittenen Freihandelsabkommen kein Veto gegen ein solches Schiedsverfahren eingelegt hat, dass dann im jetzigen noch
relativ am Anfang stehenden Konsultationsverfahren zu TTIP die Bundesregierung sehr wenig Glaubwürdigkeit hat. Deshalb finde ich es sozusagen unumgänglich, dass wir jetzt wissen, wie eigentlich die Bundesregierung in dem weit fortgeschrittenen Verfahren sich positioniert hat und wie da der Verhandlungsstand ist. Frau Kollegin Leidig, es ist wirklich schade, dass wir hier im Deutschen Bundestag ständig aneinander vorbeireden. Ich hatte Ihnen wirklich länglich dargelegt, dass wir keineswegs in einem weit fortgeschrittenen Verhandlungsverfahren zu TTIP sind, sondern dass im Gegenteil in dieser... Okay, es geht Ihnen um das kanadische Verfahren. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich Ihre Frage nicht verstanden. Ich probiere Ihnen, ich versuche Ihnen die Frage nochmal verständlich zu machen. Die Frage lautet im Grunde, wie steht es um die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung nach Ihrer Meinung, wenn auf der einen Seite im CETA-Verfahren bereits im Grunde ein Schiedsverfahren akzeptiert ist und auf der anderen Seite jetzt im TTIP-Verfahren so getan wird, als sei die Bundesregierung offen im Konsultationsprozess? Wir tun nicht so, als sei die Bundesregierung offen im Konsultationsprozess, sondern dieser Konsultationsprozess ist von der Europäischen Kommission angestoßen worden, im Einvernehmen mit der deutschen Bundesregierung, und wir finden, dass das ein sehr gutes Verfahren ist. Sie dürfen nicht weitere Fragen stellen, das ist nicht zulässig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion der Linken beantragt, Minister Gabriel herbeizuzitieren. Das ist ein Geschäftsordnungsantrag. Möchte zu diesem Geschäftsordnungsantrag jemand das Wort ergreifen? Kollege Grund, CDU-CSU-Fraktion. Also wir haben jetzt hinreichend Gelegenheit gehabt, zu verstehen, sowohl das, was an Fragen als auch an Antworten hier gekommen ist. Und ich sehe überhaupt keinen Bedarf, neben der Staatssekretärin Frau Zypris, die die Beantwortung in hervorragender Weise gemacht hat, noch einen Minister, den Minister hierher zu zitieren, sodass wir diesem Antrag widersprechen. Kollegin von der SPD möchte das Wort ergreifen, bitte. Ja, ich kann das nur von meinem Kollegen unterstützen. Wir haben jetzt mehrfach die gleichen Fragen und die gleichen Antworten gehört. Und ich glaube, im Ausschuss kann man ausreichend und intensiv darüber diskutieren, was der Sachstand zu diesen Themen und zu diesen Fragen ist. Die Staatssekretärin hat wirklich in jeder Frage die ordentliche Antwort gegeben, was der Sachstand zum heutigen Zeitpunkt ist und wie er sich heute zum heutigen Zeitpunkt darstellt. Und aus diesem Grunde sehen wir gar keine Notwendigkeit außerhalb des Ausschusses, das hier in diesem Plenum noch weiter zu verfolgen und zu diskutieren. Danke. Gibt es da weitere Wünsche? Das ist nicht der Fall. Bitte? Ja. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, dass Bundesminister Gabriel zitiert wird ins Plenum, den bitte ich um sein Stimmzeichen. Wer ist dagegen? Das ist ja nicht eindeutig. Das muss man zählen. Bedauerlicherweise nicht, Herr Kollege Grund. Dann müssen wir einen Hammelsprung durchführen. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, das Plenum zu verlassen und entsprechende Abstimmung anzusetzen. Das führt zur Verschiebung der Aktuellen Stunde.
Antwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe, dass das Plenum ein angenehmer Ort ist, auch wenn es Schwieriges zu besprechen gibt. Ich darf Sie doch, das ist sehr nett, die beiden Schriftführer machen das solidarisch auch so, aber ich darf Sie doch bitten, jetzt den Plenarsaal zu verlassen, damit wir die Regeln einhalten. Ich gehe davon aus, dass die Türen besetzt sind und wir jetzt mit der Abstimmung beginnen können. Die Abstimmung ist eröffnet.
Darf ich fragen, ob alle Kolleginnen und Kollegen, die vor der Tür standen, den Plenarsaal betreten haben? Können mir die Schriftführer das bitte mal signalisieren? Und bei denen, die im Gang stehen, wäre es nett, wenn sie doch zumindest jetzt mal die Sitzplätze einnehmen. Sie können notfalls auch auf die Lobby drücken, dann hört man sie auch vor der Tür. Kommen immer noch welche rein. Also gut. Also, kommen noch welche rein. Mit als Botschaft. Ja, damit ist jetzt die Abstimmung geschlossen und ich bitte die Stimmzähler, mir das Stimmergebnis zu übermitteln. Bitte auch die Türen zu schließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, sich im Moment hinzusetzen und die Kommunikation untereinander einzustellen. Der erste Hammelsprung in der 18. Wahlperiode ist erfolgreich abgeschlossen. Für den Antrag, also mit Ja, haben gestimmt 77 Kolleginnen und Kollegen. Enthalten hat sich kein Kollege, keine Kollegin. Mit Nein haben gestimmt 350 Kolleginnen und Kollegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir treten wieder ein in die Fragestunde, in der wir noch, das sage ich informell, 14 Minuten und 34 Sekunden haben. Und danach treten wir dann in die Aktuelle Stunde ein, auf Antrag der Grünen. Die Fragestunde ist sehr interessant, es dürfen alle im Plenum bleiben, also so ist das nicht.
Ich rufe jetzt auf die Fragen 15, 16, 17 und 18 der Abgeordneten Katrin Vogler, Birgit Wöllert und Harald Weinberg, die nachträglich durch die Bundesregierung dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zugeordnet wurden. Zur Beantwortung steht auch hier die parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypris zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 15 der Abgeordneten Katrin Vogler, Fraktion Die Linke, Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit den USA auf die Zulassung und den Patentschutz von Arzneimitteln innerhalb der Europäischen Union. Frau Staatssekretärin, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Kleinen Moment mal. Es ist eine Frage der Fairness und der Disziplin, dass die, die jetzt nicht zuhören wollen, ganz ruhig rausgehen und sich jetzt nicht hier im Saal unterhalten. Frau Kollegin Vogler, nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird im Arzneimittelbereich keine gegenseitige Anerkennung von Zulassungsentscheidungen vorgeschlagen. Und über die Auswirkungen des TTIP auf Patentrecht oder gar auf Änderungen des Patentrechts liegen der Bundesregierung keinerlei Informationen vor. Haben Sie eine Zusatzfrage, Frau Kollegin? Bitte schön. Ja, Frau Staatssekretärin, mich würde jetzt interessieren, wenn Ihnen auf mögliche Auswirkungen auf das Patentrecht oder auf die Patentierung von Arzneimitteln keine Erkenntnisse vorliegen, in welcher Art und Weise die Bundesregierung denn gedenkt, sich diese Erkenntnisse zu verschaffen und in welchem Zeitrahmen Sie sich in der Lage sehen, diese Erkenntnisse dem Deutschen Bundestag zuzuleiten. Im Rahmen der anstehenden Verhandlungen der Europäischen Kommission wird sich die Bundesregierung sukzessive Meinungen bilden und im Rahmen der Europäischen Kommission abstimmen. Ich hatte Ihnen das Verfahren ja bereits erklärt. Wir sind jetzt in der ersten Beratungsrunde, wo diese Themen gar kein Gegenstand sind. Und es läuft so, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu regelmäßigen Konsultationsverfahren mit der Kommission in Brüssel zusammenkommen und man dort diskutiert, wie man weiter vorgeht. Und wenn es denn soweit ist, dann werden Sie hinreichend rechtzeitig informiert, genauso wie der Deutsche Bundestag bis jetzt alle Veröffentlichungen zu den Verhandlungen von TTIP zugänglich gemacht bekommen hat. Eine zweite Zusatzfrage, bitte schön. Ja, danke. Frau Staatssekretärin, würde denn eine eventuelle Vertragsunterzeichnung des TTIP nach Einschätzung der Bundesregierung möglicherweise auch Auswirkungen auf die in Deutschland geltenden Regelungen zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln und anderen Therapieverfahren insgesamt haben? Und wie würden die unter Umständen aussehen? Frau Abgeordnete, das kann ich mir nicht vorstellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wenigstens wird im Arzneimittelbereich keinerlei gegenseitige Anerkennung von Zulassungsentscheidungen oder sonstigen Bewertungen vorgesehen. Herzlichen Dank. Wir kommen damit zur Frage 16 der Kollegin Birgit Wöllert, Fraktion Die Linke. Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit den USA auf gemeinnützige Träger in den Bereichen der Palliativversorgung und der Sterbebegleitung. Frau Staatssekretärin, bitte. Frau Kollegin Wöllert, aus Sicht der Bundesregierung gibt es keine Anhaltspunkte, dass durch das TTIP im Bereich der Palliativversorgung und Sterbebegleitung eine stärkere Markt- bzw. Wettbewerbsorientierung zum Tragen kommen könnte oder gemeinnützige Träger von privaten Trägern verdrängt werden könnten. Eine Zusatzfrage, Frau Kollegin, bitte schön. Ja, keine Erkenntnisse heißt das, Sie können es ausschließen? Wir gehen wenigstens nicht davon aus, dass dieser Bereich überhaupt vom TTIP betroffen sein wird. Schönen Dank. Dann kommen wir zur Frage 17 und 18 des Kollegen Harald Weinberg. Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit den USA auf Krankenhausleistungen, gesetzliche Krankenkassen. Frage 17, Frau Staatssekretärin, bitte. Herr Abgeordneter Weinberg, es bestehen aus Sicht der Bundesregierung keine Anhaltspunkte, dass das TTIP Auswirkungen auf die Ausschreibungspflicht von Krankenhausleistungen haben könnte oder die Klagemöglichkeiten multinationaler Unternehmen im Krankenhausbereich erweitern könnte. Haben Sie eine Zusatzfrage, Herr Kollege? Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Das interpretiere ich jetzt mal so, dass sozusagen das eigentlich nicht Gegenstand der Verhandlungen ist und auch nicht sein wird in Zukunft. Davon gehen wir aus, ja. Haben Sie noch eine Zusatzfrage dazu?
Nicht. Dann Frage 18 des Kollegen Frage Weinberg, 18. bitte. Es besteht aus Sicht der Bundesregierung keine Anhaltspunkte, dass das TTIP Auswirkungen auf den Zugang von Versicherungsunternehmen zum System der gesetzlichen Krankenversicherung haben wird oder eventuelle Privatisierungstendenzen gesetzlicher Krankenkassen zur Folge haben könnte. Zusatzfrage, Herr Kollege. Frau Staatssekretärin, interpretiere ich auch so. Auch da wird es nicht Gegenstand überhaupt der Verhandlungen sein und es wird sozusagen auch auszuschließen sein, dass internationale Versicherungsunternehmen, für die ja auch der deutsche Krankenversicherungsmarkt durchaus ein attraktiver Markt wäre, ich sag mal, über den Weg einen Zugang sich verschaffen. Nur über den Weg, ja. Das interpretieren Sie richtig. Mhm. Schönen Dank. Dann kommen wir zur Frage 35 und 36 der Kollegin Susanna Karawanski, der Fraktion Die Linke. Ausgestaltung der Rechte von Finanzdienstleistern durch das Freihandelsabkommen mit den USA. Frage 35, Frau Staatssekretärin, bitte. Über die Einbeziehung des Investitionsschutzes in das TTIP haben wir ja nun hinreichend besprochen. Und laut Verhandlungsmandat wird erst nach Vorlage des Verhandlungsergebnisses überhaupt darüber entschieden. Haben Sie eine Zusatzfrage, Frau Kollegin? Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe tatsächlich eine Nachfrage. Und zwar in diesen TTIP-Verhandlungen sind ja nicht nur die Gewinnerwartungen, sondern eben halt auch Handelsbarrieren können da blockiert werden, beziehungsweise die Regulierungsanstrengungen können diesbezüglich blockiert werden. Jetzt meine Frage. Wenn die Bundesregierung, also frage ich Sie, wie die Bundesregierung zukünftig sicherstellen will, dass die Finanzmarktregulierung dann eben halt nicht von vornherein ausbleiben oder eben halt möglicherweise auf ein niederes Niveau festgesetzt werden, herunterfahren werden, weil sie ja dann nicht, weil sie ja dann auch als Handelshemmnis bzw. Handelsbarriere aufgefasst werden könnten. Frau Abgeordnete, ich beziehe das auch darauf, dass Sie fragen, wie das mit dem Investitionsschutz ist. Ja. Bei, ja, und dann gilt meine selbe Antwort. Darüber wird erst nach vollständigem Abschluss der Verhandlungen entschieden. Gerade Deutschland hatte sich ja sehr dafür eingesetzt, dass über den Investitionsschutz erst am Ende aller Verhandlungen überhaupt entschieden wird. Also das ist ganz nach hinten gerutscht auf der Verhandlungslinie, die überhaupt erst in ihrer ersten Verhandlungsrunde in dieser Woche ist. Dann kommen wir zur Frage 36. Ich habe noch eine zweite Nachfrage. Eine zweite, bitte. Entschuldigung. Ja. Und zwar, also die Frage wäre, sagen, wenn es sozusagen um Finanzmarktinstrumente dann geht, beziehungsweise diese dann einzuschränken ist, welche Formen, also welche Möglichkeiten gibt es im Rahmen der TTIP-Verhandlungen, dann diese Finanzinstrumente einzuschränken, sofern sie dann eben, also wie ja zum Teil auch beurteilt, volkswirtschaftlich schädlich sind, beziehungsweise für Verbraucherinnen und für Verbraucher schädlich sind. Also wie wird dann sozusagen im Rahmen der Verhandlungen darauf reagiert? Nochmal, das steht ganz am Ende der Verhandlungen und wir gehen davon aus, dass man über solche Finanzmarktinstrumente zunächst mal da verhandelt, wo im Moment auch darüber verhandelt wird. Das ist ja Gegenstand von anderen internationalen Verhandlungsrunden. Frau Kollegin Leidig hat dazu eine Frage. Frau Staatssekretärin Zypris, ich möchte fragen, was der Grund dafür ist, dass über das Investitionsschutzabkommen erst am Ende des gesamten Verhandlungsprozesses gesprochen werden soll, wenn es doch eine wichtige Voraussetzung wäre, für die Bundesregierung dem gesamten Paket zuzustimmen, dass ein solcher Investorenschutz nicht verankert wird. Oder um es umgekehrt zu sagen, wäre es nicht richtiger, die Bundesregierung würde von vornherein klären, dass es keinen Investorenschutz gibt mit ausgelagertem Schiedsverfahren und dann erst die einzelnen Bereiche konkret verabreden, die in einem solchen Handelsabkommen verabredet werden.
Na, Frau Kollegin Leinig, wir haben ja über zahlreiche Gebiete schon gesprochen in dieser Fragestunde, wo sich die Frage stellt, werden die mit aufgenommen, in welchem Umfang werden sie mit aufgenommen und so weiter und so fort. Und unsere Auffassung war, dass wir zunächst mal die Verhandlungen angehen sollten und über das Thema Investitionsschutz dann ganz am Ende sprechen wollten. Dabei wird es auch bleiben und dafür haben wir uns eingesetzt und wir glauben auch, dass das der richtige Weg ist. Eine Zusatznachfrage ist nicht zulässig. Jetzt hat der Kollege Dr. Troß das Wort. Darf ich darauf hinweisen, die Bundesregierung entscheidet nach gängiger Parlamentspraxis, wie sie antwortet, und die Kollegen entscheiden, wie sie fragen. Kollege Dr. Troß. Ja, ich ergreife die Chance, weil ich fürchte, dass meine Frage 41 und 42 nicht mehr drankommt. Wir waren gerade bei Finanzdienstleistungen. Und Sie haben gesagt, die würden nicht erfasst. Der von mir nicht sonderlich sonst geschätzte Kollege Markus Söder hat im Spiegel jetzt noch mal gesagt, dass er durchaus gewisse Befürchtungen hat, dass möglicherweise über TTIP dann Fragen wie zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer oder auch der Sekundenhandel und anderes mehr möglicherweise doch dann Gegenstand werden könnte. Habe ich Ihre Antwort jetzt so richtig verstanden, dass Sie sagen, das wird nicht Gegenstand werden? Genau. Ich habe nicht gesagt, dass das kein Gegenstand wird, sondern ich habe gesagt, dass wir der Auffassung sind, dass das in den dafür zuständigen Gremien geklärt werden sollte. Also das wird ja beispielsweise in den G20-Gremien geklärt, wie es mit den Finanzdienstleistungen ist. Und dazu sind wir der Auffassung, da sollte es zunächst geregelt werden. Schönen Dank. Dann kommen wir zur Frage 36 der Abgeordneten Karawanski. Bitte, Frau Staatssekretärin. Die Bundesregierung möchte Sonderregelungen, welche für die Sparkassen in den Gesetzen des Bundes und der Länder bestehen, nicht in den Verhandlungen über das TTIP preisgeben. Schönen Dank. Haben Sie eine Zusatzfrage? Nicht der Fall. Gut, ich kündige hiermit an, dass wir um 16.05 Uhr mit der Aktuellen Stunde beginnen, sei denn, dass wir gerade mitten in einer Antwort wären. Also wir haben noch knapp fünf Minuten in der Fragestunde. Dann ist jetzt als nächstes die Frage 37 der Abgeordneten Birgit Wöllert aufgerufen. Auswirkungen des Freihandelsabkommens mit den USA auf gemeinnützige Träger im Bereich der Rettungsdienste. Frau Staatssekretärin. Ja, diese Antwort ist genauso wie die Antwort auf die anderen Fragen aus dem vergleichbaren Sachzusammenhang zuvor. Es bestehen aus der Sicht der Bundesregierung keine Anhaltspunkte, dass durch das TTIP im Bereich der Rettungsdienste Privatisierungen eingeleitet oder auf andere Weise befördert werden können. Haben Sie eine Zusatzfrage, Frau Kollegin? Bitte. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Also das könnte uns ja im Bereich der gesundheitlichen Daseinsvorsorge ein bisschen beruhigen, was Sie hier als Antworten sagen. Deshalb noch mal meine Nachfrage. Würden Sie mir bestätigen, dass der gesamte Bereich des Gesundheitswesens als öffentliche Daseinsvorsorge aus diesem TTIP herausgenommen ist? In dem Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission für das Freihandelsabkommen mit den USA ist verankert, dass die hohe Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Europäischen Union erhalten bleiben soll. Sie haben, Frau Abgeordnete, das Verhandlungsmandat auch vorliegen, genauso wie Sie alle anderen Informationen dazu vorliegen haben. Sie können sich darüber gerne noch weiter informieren. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird das geplante Freihandelsabkommen auch die Entscheidungsfreiheit der regionalen Körperschaften über die Organisation der Daseinsvorsorge vor Ort unberührt lassen. Haben Sie noch eine Deswegen gibt es eben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass durch das TTIP im Bereich der Vergabe von Rettungsdienstleistungen Privatisierungen befördert werden könnten. Noch eine Zusatzfrage? Ja, eine Nachfrage hätte ich noch, Frau Bitte? Staatssekretärin. Sie sagten ja, dass Sie noch nicht alle Regelungsbereiche jetzt verhandeln. Schließen Sie das dann auch für den Regelungsbereich Marktzugänge schon aus? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich hatte gesagt, dass die Verhandlungen gestuft sind und dass die erste Verhandlungsrunde diese Woche stattfindet und dass da dieser Bereich Marktzugänge nicht dabei ist. So, die nächste Nachfrage hat der Kollege Lenkert, bitte. Frau Staatssekretärin, ich wiederhole noch mal von vorhin auf meine Nachfrage an die Bundesregierung, ob es für die Schiedsgerichtsverfahren irgendwelche Sektoreneingrenzung gibt. Lautete die Antwort eindeutig nein, es gibt keine Beschränkung. Das heißt also auch all die Fragen, die eben gekommen sind,
zu ehrenamtlichen Tätigkeiten, zu Daseinsvorsorge, zu Medizin. All diese Bereiche wurden explizit für den Bereich Investitionsschutzabkommen nicht als ausgeklammert bezeichnet, von der Bundesregierung in der Antwort an mich. Das heißt, ich frage Sie jetzt, wie Sie sicherstellen wollen, wenn Sie im Vorfeld in allen anderen Verhandlungen das ausklammern, diese Bereiche ausklammern, aber dann Investitionsschutzklagen in diesen Bereichen zulassen, dass nicht doch diese Wirkung durch die Hintertür eintreten. Und ich möchte gern von Ihnen wissen, wie Sie dann im Prinzip auftreten, diese Sektoren zu schützen. Und eine weitere Frage noch anschließend zu diesem Bereich insgesamt. In den USA in der Verhandlungsrunde wurde eine Negativliste. Geschätzter Kollege, ja, okay. Eine Frage bitte. Ja. Herr Abgeordneter, wir haben vorhin nicht über einzelne Bereiche gesprochen, die von irgendwelchen Schutzabkommen ausgenommen sind, sondern wir haben vielmehr gesagt, oder ich habe Ihnen immer vielmehr gesagt, dass wir eine Aussetzung haben der Verhandlungen, dass wir eine Konsultation haben. Innerhalb von 3 Monaten kann jedes Parlament, jedes Mitglied des Parlaments, jede NGO, jeder andere Interessierte seine Auffassung der Europäischen Kommission mitteilen. Und die Frage, welche einzelnen Bereiche davon gegebenenfalls ausgeschlossen sein könnten, war vorhin nicht Gegenstand der Debatte. Als nächstes hat eine Nachfrage, und das ist dann auch die letzte in dieser Fragestunde, die Frau Kollegin Vogler, Fraktion Die Linke. Ja, Frau Staatssekretärin, wenn das bisher nicht Gegenstand der Debatte war, dann frage ich Sie hier und jetzt. Und ich frage Sie nicht nach der Meinung von NGOs oder der allgemeinen Öffentlichkeit, sondern nach der Meinung der Bundesregierung, welche Bereiche des öffentlichen, des Wirtschaftslebens, der Daseinsvorsorge denn konkret nach Auffassung der Bundesregierung und damit, womit geht sie in die Verhandlung, ausgeschlossen sein sollen von einem solchen Handelsabkommen und dem damit möglicherweise verbundenen Investitionsschutz. Und zwar ganz konkret auch für den Bereich Arzneimittel, Medizinprodukte, Gesundheitsdienstleistungen, Krankenhäuser, die hier schon angesprochen waren. Können Sie das alles verbindlich ausschließen oder nicht? Frau Kollegin, in dem Verhandlungsmandat, was Ihnen bekannt sein müsste, ist verankert, dass die hohe Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in der Europäischen Union erhalten bleiben soll. Ja, ich kann es ja nun mal nicht ändern, es ist doch nun mal so. Also, das kann ich Ihnen nur so mitteilen und ich denke, dass nach Einschätzung der Bundesregierung das geplante Freihandelsabkommen auch, wie gesagt, die Entscheidungsfreiheit der regionalen Körperschaften und in die fällt ja ganz viel an Zuständigkeit von dem Bereich, den Sie gerade angesprochen haben, dass das genau nicht Gegenstand der Verhandlungen sein wird. Und insofern, glaube ich, kann man Sie in weiten Teilen beruhigen. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Mit den übrigen Fragen wird gemäß der Geschäftsordnung verfahren.